Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Zusammenschnitt des Streams aus dem Hybrid Lab 2, das sich der Kollaboration in virtuellen Lehr- und Lernumgebungen zuwendete. Wir hatten wie beim letzten Mal auch zum Beginn des Streams technische Probleme, die vor allen Dingen auf die verwendete digitale Schnittstelle, Audioschnittstelle zurückzuführen waren. Deshalb muss ich das Gespräch mit Professor Dr. Michael Kobel, dem Prorektor für Bildung an der TU Dresden, Anita Sandner und Jens Ilk, ganz kurz zusammenfassen. Es ging im Wesentlichen zum Einstieg um die Frage, welche Erfahrungen wir mit den kollaborativen Lernumgebungen in den letzten Corona-Semestern gemacht haben und da speziell darum, wie es mit der Lehr- und Lernsituation an der TU Dresden zusammenhing, wie zum Beispiel hybride Lehr-Settings und Kamera-Settings genutzt worden sind, aber auch die schwierige Frage, die Jens Ilk von Seiten der SLUB beantwortete, wie man miteinander arbeitete in der SLUB selbst und hier vor allen Dingen festgestellt hat, dass es technische Ausstattungsdefizite gibt, man zumindest in den Räumen, in denen man arbeitet, in keine schallgeschützten Umgebungen hat, um Arbeiten in Kleingruppen zu ermöglichen. Und ich steige jetzt zum Einstieg direkt in dieses Gespräch ein, quasi fliegend, und würde mich freuen, wenn Sie die Aufzeichnung zumindest so verwenden und so verstehen, dass sie natürlich einen experimentellen Charakter hat, immer noch. Denn wir haben noch keine festen Settings, in denen wir solche hybriden Formate umsetzen können, zum einen und zum anderen, dass der Stream gegen Ende hin dann relativ abrupt abbricht, einfach aus dem Grund, weil unser zentraler Rechner, über den die Zoom-Konferenz lief, die Netzwerkverbindung verloren hat und deswegen eine schnelle Rückverbindung an den gemeinsamen Kommunikationsraum in der gewünschten Form nicht möglich war. Des Weiteren würde ich für Sie alle Pausen, die wir im Stream natürlich jetzt mit integriert haben, löschen. Wundern Sie sich bitte also nicht, und in der Beschreibung unter dem Video sind alle einzelnen Beiträge kapitelweise verlinkt, sodass Sie darauf direkten Zugriff haben. Ich hoffe, dass Sie bei der einen oder anderen Diskussion Anregungen für sich finden und bin ganz herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Lasche. Ciao. Jens, an dich die Frage aus Bibliothekssicht, aus Sicht der Serviceeinrichtung, auch Beispiele für besonders gut gelungene Kollaboration oder? Ja, also da kann ich definitiv was berichten. Das werden viele vielleicht nicht kennen, die Mediziner unter uns vielleicht schon. In der Bibliothekswelt geht es auch häufig darum, Zugang zu Fachpublikationen und Daten zu verschaffen. Und mit Beginn der Pandemie hat die ZBMed, die Zentralbibliothek Medizin, Standort Bonn und Köln, ein sogenanntes Covid-19-Hub aufgebaut. Dort werden sämtliche Preprints versammelt im Umkreis der Corona-Forschung. Und daneben hat man ebenfalls ein sogenanntes Study Hub veröffentlicht, wo Forschungsdaten zu diesem Thema, klinische Studien, Daten aber aus Verwaltungs- und Gesundheitsbehörden veröffentlicht worden sind. Das ist für mich ein schönes Beispiel, denn ohne Daten, ohne Publikationen ist kollaboratives Arbeiten sicherlich gar nicht so einfach möglich, ohne freien Zugang zu diesen, so muss man es eigentlich präzisieren. Das ist eigentlich für mich ein sehr schönes Beispiel. Die ZBMed ist dafür auch ausgezeichnet worden. Und es gibt auch als Lehr- oder Lernunterstützende Einrichtung auch ein schönes Beispiel. Das sind nämlich wir selber, wenn uns mal Selbstlob erlaubt sein sollte. Nämlich am diesen Donnerstag findet eine sogenannte lange Nacht des Schreibens statt, wo wir eben die letzten Impulse für das Verfertigen von Abschlussarbeiten geben wollen. Und das machen wir, was sonst nicht möglich ist, synchron mit zwei weiteren TUs zusammen, mit der TU Darmstadt und der TU Stuttgart, und hier hinter uns ist noch ein bisschen Werbung, das heißt also synchrones Arbeiten beziehungsweise synchrones Bereitstellen von Beratungsangeboten, das ist für mich definitiv ein Gewinner dieser misslichen pandemischen Lage, sonst wäre das nicht möglich. Wir haben also aus dem Zwang zur Virtualisierung für uns jedenfalls ein seltenes Beispiel von Kooperation geschafft. Dankeschön, und ich gebe die Frage weiter an Alexander, wieder aus der Sicht des einzelnen Lehrenden gelungene Kollaboration in den Corona-Semestern?
Ja, ich denke, dass man vor allen Dingen gesehen hat, dass also das, was wir jetzt hier gerade erleben, ist ein Produkt der Corona-Semester, wenn man so will. Auch wenn wir mit dem Ton im YouTube-Kanal zu kämpfen hatten. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir tatsächlich die Möglichkeiten und die Spielräume nutzen konnten, die sich uns eröffnet haben. Das wichtigste Anliegen in der nächsten Zeit werden für uns definitiv die curricularen Einbettungen von bestimmten Formaten sein und vor allen Dingen die Herausforderungen in Bezug auf digitales Prüfen. Also da stehen uns noch wirklich große Herausforderungen ins Haus. Und der dritte Punkt, den man noch hervorheben könnte, wäre der, dass wir natürlich als TU noch kollaborative Arbeitsumgebungen brauchen. Die ersten Schritte sind da getan. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass man auf ein integriertes, komplettes Set setzen kann, das auch kollaboratives Arbeiten in Office-Umgebungen mit berücksichtigt, weil man so in akademischen Kontexten arbeitet. Im Moment weichen wir da auf andere Tools aus, die in der einen oder anderen Sache sicherlich nicht datenschutzkonform ist. Und um es mal so zu sagen, die Technik und Software, mit der wir heute hier das Hybrid Lab umsetzen, ist eben, um das jetzt mal so zu benennen, wir arbeiten mit Zoom in einer Konferenz, schleifen das Ganze zu YouTube. Das virtuelle Modell ist mit einem mit Software hergestellt, die ein US-amerikanischer Immobilienhersteller benutzt, um für seine Häuser zu werben. Und daran sieht man ein bisschen, wo die Probleme liegen, dass wir nämlich keine eigenen Lösungen zur Verfügung stellen. Und da wäre tatsächlich eine stärkere Initiative wünschenswert, das muss man ehrlich sagen. Also nicht nur von Seiten der Universität, sondern von Seiten des Landes oder auch von Seiten des Bundes. Denn das, wenn man so will, ist das eine Aufgabe, die uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird, auch wenn es im Moment gerade aktuell sicher ganz andere Herausforderungen auf Bundesebene gibt, wenn man sich die internationale Lage ein bisschen anschaut. Aber da müssen wir, glaube ich, ran, wenn wir den Anschluss als Bildungsstandort Deutschland nicht verlieren wollen international. Ja, vielen Dank. Also ich fasse zusammen eigentlich aus allen drei Perspektiven: der Wille zur Kooperation, sehr viel Engagement, sehr viel Einsatz, auch überregionale schöne Beispiele, aber doch auch, ich habe mir jetzt notiert, einerseits die Online-Prüfungen als Thema, das uns in Zukunft noch beschäftigen wird, mehr Austausch mit Lernenden, nicht unbedingt nur die Lehrenden untereinander, sondern auch das Erweitern auf die Lernenden und auch die technischen Herausforderungen, die wir ja auch heute wieder vorgeführt bekommen, gerade aktuell, beziehungsweise die veränderten Bedingungen an die Arbeitsumgebungen, Stichwort ruhige, schallgeschützte Arbeitsumgebungen für hybrides Lernen. Möchten Sie einer von Ihnen noch auf Arten der institutionenübergreifenden Zusammenarbeit noch kurz eingehen? Also es wurde ja schon einiges genannt, aber gibt es hier noch bestimmte Kollaborationsformen, die gestärkt wurden oder bestimmte Verbünde oder Institutionen, wo man sich überregional vernetzt hat, die besonders aktiv waren oder vielleicht besonders, deren Stellenwert sich vergrößert hat? Herr Kobel. Also ich glaube, es hat sich da einiges gebildet und ich habe da an weitem nicht den kompletten Überblick. Ich weiß aus meinem eigenen Feld, dass das Netzwerk Mathematik, Physik, E-Learning sehr intensiv aufgelegt ist. Das ist auch was auf Opal sich spontan zusammengefunden hat, und zwar nicht nur von den sächsischen Unis, sondern auch von den Hochschulen. Also da ist mit Weiter und Zwickau und an der Antwort die HTW in Dresden, HTW in Leipzig mit an Bord. Da ist jetzt gerade im nächsten Monat wieder die nächste Fachkonferenz, das Fachtreffen, da wird Best Practice über Digitalisierung ausgetauscht, und es ist natürlich auch, was sachsenweit betrifft, das Projekt
schrittweise zu erwähnen, was von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre unterstützt wird. Das heißt, digitalisieren in Disziplinen partizipativ umsetzen. Das heißt, da ist auch wirklich und da ist das auch geplant, was ich vorhin angesprochen habe, die partizipative Umsetzung der Digitalisierung mit Lehrenden als auch mit Studierenden. Und auch hier ist es sehr schön, dass da eine hochschulübergreifende, ein hochschulübergreifendes Projekt angefangen hat, auf dessen Ergebnisse wir, denke ich, auch gespannt sein können. Ja, vielen Dank. Ein schönes Beispiel. Gibt es noch Hinzufügungen? Ja, ich mache es mal eher abstrakter Art, weil ich sonst wieder ein Projekt vergesse. Es gibt zahlreiche Beispiele, die hier erwähnt werden können, aber eine Baustelle muss man schon noch mal nennen. Alexander Lasch hat es gerade gesagt, der Bereich der Open Educational Resources, da gibt es definitiv noch Luft nach oben. Das heißt also die zur Verfügungstellung von Lehrmaterialien, so dass sie auch andere Lehrende, wie auch Studierende, nachnutzen können. Da haben wir noch nicht diese Infrastruktur. Wir haben es ja gerade selber gemerkt. Wir laden viele Clips auf YouTube hoch. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Und ich denke, wenn was die Pandemie gezeigt hat, dann ist das, dass wir hier eine Lücke haben, die wir leider aber nur gemeinsam schließen können. Wir brauchen ein besseres Verständnis von Open Educational Resources und wir brauchen eine bessere technische Infrastruktur, wie wir es jetzt auch gerade wieder gemerkt haben. Alexander? Ja, institutionell hat Michael schon auf den Verbund in Sachsen hingewiesen. Das heißt, auf die Zusammenarbeit mit den sächsischen Hochschulen in ganz verschiedenen Programmen. Also das heißt, nicht nur über die, die durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefordert werden. Vor allen Dingen hervorzuheben ist hier das Hochschuldidaktische Zentrum in Sachsen, das eine sehr gute Arbeit leistet, auch in der Vernetzung. Darüber hinaus mit Sicherheit die ganz unterschiedlichen Programme, die über das Hochschuldidaktische Zentrum ausgestreut werden, also der Digital Change Agent ist zum Beispiel ein solches, oder die Digital Fellowships, die auch zur Vernetzung einladen und Akteurinnen ganz unterschiedlicher Hochschulen in Verbindung bringen. Meines Wissens ist auch angedacht, über so etwas wie einen virtuellen Campus nachzudenken, indem man die Willigen zusammenführt, die neue Formate in Lehre und Forschung ausprobieren wollen. Und das alles wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich weiterentwickeln, wenn an den Hochschulen dafür entsprechende Commitments da sind, aber da zweifle ich bei uns nicht daran. Aber wir sollten vielleicht noch fragen, ob es Fragen aus der Runde gibt, aus dem Publikum, also Fragen im Chat vielleicht oder Fragen auf YouTube. Das würde mich interessieren, oder auch Fragen hier im Publikum. YouTube wahrscheinlich eingeschränkt, da ja doch der Ton läuft. Ja. Gibt es denn Fragen? Die Mikrofone muss es so, genau. Okay. Ja, in Pose. So ja, in Pose. Striker Pose. Genau. Bislang keine Fragen aus dem Chat. Gibt es Fragen hier in der Runde? Ja. Ich gebe mal an Ingo Röder, der wird gleich nicht zu sehen sein, studiert in die Kahn Medizinische Fakultät. Ja, vielen Dank, Alexander. Ich hoffe, dass ich wenigstens zu hören bin, wenn ich nicht zu sehen bin. Ich gehe mal nicht vor, weil dann folgt mir die Kamera. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich hätte eine ganze Menge Bemerkungen, aber das können wir später machen. Ich habe eine konkrete Frage. Es ging um Einbettung und Beziehungen untereinander. Und wir haben ja hier in Dresden oder in Sachsen diese OPAL-Lernumgebung. Ich merke das immer wieder, jetzt gerade auch in der Medizin. Wir haben nationale Kontakte mit anderen Fakultäten, gerade jetzt in Corona ganz stark aufgebaut. Wir sind mit unserer Lernumgebung natürlich ein bisschen isoliert da, weil alle anderen irgendwas anderes nehmen. Die Frage ist, was gäbe es da für Strategien, so unterschiedliche Lernmanagementsysteme zusammenzuführen, zumindest einen Austausch zu ermöglichen? Ich denke mal, das ging an dich, Michael, zunächst. Ja, ich glaube, das geht an alle drei. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht heraus aus Sachsen, aber vielleicht wird es das. Wir sind in Verhandlungen mit der BGS, um die Funktionsumgebung und den Funktionsumfang vom Videocampus zu verbessern.
beigetreten sind, auch sogenannte Connected Learning Communities aufbauen, oder die gibt es da schon. Wir sind dabei, da beizutreten und auch eigene aufzubauen. Also da gibt es dann die internationalen Möglichkeiten. Aber wie Alexander Laschmann sagte, es fehlt noch wirklich die technische Plattform, und da müssen wir mal suchen, wo es dahin geht. Ja, vielen Dank. Noch eine Ergänzung aus Bibliothekssicht? Genau, sehr gern. Also ich kann dazu noch ergänzen, also weil Sie nach Strategie gefragt haben. Also ich weiß zwar nicht ganz genau, wie man es machen sollte, aber ich weiß, wie man es nicht machen sollte. Wenn jeder sein einzelnes Süppchen kocht, das wird nicht funktionieren. Es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, wird auch dieses Mal nicht funktionieren. Was wir aber machen kann, ist eine Oberfläche vielleicht zu kreieren mit sich Schnittstellen, die kompatibel ist, auch mit den jeweils bevorzugten Lernmanagementsystemen. Das wäre so ein Ansatz, dass man einfach eine Meta-Oberfläche drauf legt. Das nützt aber alles nichts, wenn nichts drunter ist. Also es bringt eigentlich fast nichts, eine schöne technische Infrastruktur zu haben, wenn es aber kein Verständnis für Open Educational Resources gibt und schon gar nicht auch, sag mal, deren tägliche Praxis. Also es können nicht immer dieselben Vorreiter sein, dann ist das wieder eine Powergroup nur für sich ganz alleine. Das ist nicht der Sinn der Veranstaltung. So viel dazu. Vielen Dank. Ja, vielleicht von mir noch ganz kurz. Es sind ja verschiedene integrierte Systeme denkbar, auf die man setzt, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich denke, dass ich die Zeichen richtig deute, dass man sagt, wir sind hier im nächsten halben Jahr an der einen oder anderen Stelle, auch in der Abwägung zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Umgebungen, ein ganzes Stück weiter. Aber da würde ich dem CDIO nicht vorgreifen wollen. Das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig zu sagen. Das Zweite, was Jens nochmal herausgestellt hat im Hinblick auf die Open Educational Resources, hier brauchen wir eine kulturelle Weiterentwicklung, die in dem einen oder anderen Bereich wahrscheinlich leichter umzusetzen wird als in anderen. Also man wird vermutlich nicht am Patientenbett stehen können und dort eine Beratung mitzusehen können. Das wird in Open Educational Resources möglicherweise nicht der Fall sein, aber eine Einführung in die Semantik sollte zeigbar sein im Netz. Und vielleicht müssten wir einen Dialog an der Universität darüber führen, welche Inhalte wir nach außen offen ausstellen wollen und welche nicht. Und das auch transparent machen, also auch darüber sprechen, was wir zeigen möchten und was nicht. Das wäre vielleicht ein erster Schritt in der Richtung. Ja, vielen Dank. Ist die Frage beantwortet? So, gibt es weitere Wortmeldungen von den Anwesenden? Es gibt sonst eine Frage im Chat oder sogar ja eine. Gut, nachdem ich nicht sicher bin, ob das zu hören ist, wiederhole ich nochmal. Also die Frage geht vermutlich an Jens Ilk, ob es Neuigkeiten gibt zu Publikationen von Elsevier. Ja, also die Erheiterung ist berechtigt. Wir sind da nicht wesentlich weiter. Es ist ja mittlerweile auch bekannt, wir reden hier von einem mehr als nur bundesweiten Projekt. Da hängt die SLUB mit drin, aber nicht ganz allein. Also es gibt nur die eine Neuigkeit, dass alles noch im Fluss ist. Mehr kann ich erstmal aktuell nicht dazu sagen. Und auf der anderen Seite gibt es nach wie vor die Möglichkeiten, auch jenseits von Elsevier zu publizieren. Ich mache mal ab und zu ein bisschen Werbung für Open Access. Das kann man ja auch mal bei dieser Gelegenheit machen. Deswegen sind wir auch in dieser Situation. Nur unabhängig davon stellt die SLUB auch jede Menge kostenpflichtige Literatur vom Verlag Elsevier auch zur Verfügung. Wir haben auch einen tollen Fernleihservice. Also wenn wir es nicht haben sollten, können wir es euch beschaffen. Aber das Projekt DEAL, was hier im Hintergrund erwähnt worden ist, ist noch nicht abgeschlossen und führt aktuell auch gerade zu, sagen wir mal, unerwünschten Nebenwirkungen, die gerade noch bereinigt werden müssen. Ja, und vielleicht, um das Ganze mal noch zu ergänzen, die Frage nach Elsevier zählt natürlich auch in Richtung Bibliometrie und Forschungsinformationssystem. Ich glaube, da wäre es sinnvoll, dass man auch universitätsweit nochmal darüber nachdenkt, auf welche bibliometrischen Umgebungen man in Zukunft schaut. Also das heißt, wenn wir über Evaluation wissenschaftlicher Arbeit sprechen, wie soll die in Zielvereinbarungen zum Beispiel mit berücksichtigt werden und so weiter und so fort, ist es natürlich das eine zu sagen,
Elsevier oder Springer oder wer auch immer, ja, gefährdet unseren, den akademischen Austausch untereinander, auch wenn da viel Bewegung drin ist, Stichwort die Kräuter, die eben nicht nur das kapitalistisch orientierte Verlagssystem versuchen zu stützen, was ja gutes Recht ist als privatwirtschaftliche Unternehmen. Aber dass wir auf der einen Seite natürlich nicht auf Elsevier schimpfen können, auf der anderen Seite Elsevier über die Bibliometrie wieder ins Haus holen und ins Haus bitten, die dann zur Grundlage wird für unsere Forschungsbewilligungen und Drittmittelstrategien, die dann in Richtung auf DFG und Elsevier abgestimmt sind. Da sollten wir, glaube ich, uns bemühen, zumindest Transparenz herzustellen und darüber auch lautstark zu sprechen, in welche Richtung das Ganze sich dann entwickelt dementsprechend. Michael nochmal dazu, glaube ich. Bitte, Herr Kobel. Das hören wir gerne und gebe ich gerne weiter. Gut, weitere Fragen im Chat? Auf YouTube. Sie haben es ganz kurz angesprochen. Können Sie noch einmal tiefer auf die rechtlichen Aspekte bei der virtuellen Lehre eingehen, beziehungsweise die Erfahrungen, die Sie bisher damit gemacht haben? Okay. Also die Frage zielt ab, die rechtlichen Aspekte der virtuellen Lehre. Ich versuche mal ganz schnell die zwei, drei die mir einfallen, zu benennen. Das eine, und ich fange mal mit dem Urheberrechtsschutz an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was jetzt auch in Richtung Open Educational Resources zielt. Da wir gerade über Zoom und YouTube reden, spare ich mir mal datenschutzrechtliche Bedenken an Bild und Stimme, die natürlich immer da sind, aber die hängen mit den größeren Umgebungen zusammen. Das heißt, solange wir keine Alternativen haben dazu, werden wir uns mit den Fragen immer auseinandersetzen müssen. Urheberrechtsfragen sind ernsthafter Natur und die stellen sich nicht erst heute, sondern die stellen sich auch bereits dann, wenn man gebundene Reader in den Copyshop gibt, um 23 Bände einer Literaturgeschichte durch die Studierenden sich selbst kopieren zu lassen. Und das Entscheidende kann dann sein, dass man entsprechend in diese Richtung sensibilisiert und klar macht, auch das, was ihr vorher an Kopieren geleistet habt, sind für sich genommen Urheberrechtsverletzungen im schlimmsten Falle, sodass man dafür sensibilisiert, dass man doch unter Creative Commons und der entsprechenden CC-Lizenz, wenn man über Urheberrechtsfragen nachdenkt, das erste Mal überhaupt lizenzsicher publiziert, dass das vorher nicht der Fall war, man sich da in einer Grauzone bewegt hat und diese akademische Nutzung spezifischer Materialien, also diese typischen, üblichen 15% Ausschnitt aus einer Publikation, beziehen sich immer nur darauf, dass man sie offline verwendet und zum Beispiel nicht in Videos einbettet. Das ist eine sehr spezielle Regelung und ich greife jetzt mal vorweg, die SLUB stellt dafür ein reichhaltiges Informationsangebot zur Verfügung, das ich als Lehrender bewerben darf, auch hier unter anderem im Textlab. Und wer dazu Fragen hat zur urheberrechtsschutzgesicherten Einstellung von Lern- und Lehrmaterial, darf sich gern bitte an die beiden stellvertretend neben mir wenden. Ja, ich danke für den Werbeblock, sehr nett. Ich kann nur noch ergänzen, dass das Urheberrecht mittlerweile weit genug ist, um Open Educational Resources auch zu leben. Es gibt noch ein paar Schwierigkeiten, ein paar Deutungsprobleme, aber auch da gibt es schon Fakten. Also wer mag, kann sich vertrauensvoll an die SLUB wenden. Wir haben, glaube ich, für fast jede rechtliche Frage eine Antwort. Nicht immer eine Lösung, aber eine Antwort. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Okay. Gut. Also zu den Fragen im Chat. An den Tonproblemen arbeiten wir, wie versprochen. Und zum Zweiten, die Aufzeichnung, so wie sie jetzt erstmal ist, wird da bleiben. Ob wir noch etwas aus der Konserve haben, also die ersten 5 bis 6 Minuten, muss ich technisch sehen, kann ich jetzt noch nicht versprechen.
Gibt es sonst noch Fragen hier aus dem Raum oder aus dem Chat oder aus der Zoom-Konferenz? Aber wir sehen schon, hybride Räume sind ein bisschen kompliziert, ja? Also mit vier unterschiedlichen Räumen, aus denen man Fragen stellen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann Michael, erstmal ganz herzlichen Dank. Anita, ganz herzlichen Dank für die Moderation. Jens, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung der Angebote aus der SLUB. Und ich würde mal ganz vorsichtig uns allen eine Pause verordnen. Hier im Textlab gibt es Kaffee. Für Sie daheim weiß ich nicht, was es gibt, aber das ist Ihnen überlassen. Und Michael, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es freut mich sehr, wenn wir die weitere Entwicklung gemeinsam gehen können für unsere Universität, gemeinsam mit der SLUB. Und ja, einen schönen Gruß nach Berlin. Halt uns gerne auf dem Laufenden, bitte, wenn du was für die Öffentlichkeit hast. Vielen Dank. So, herzlich willkommen zu den Breakouts. Wir haben jetzt hier im T3 das Thema der virtuellen Exkursion und im Raum nebenan schon die Präsentation der Campus Creators und der Podcast, die über die SLUB möglich sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, wie wir virtuelle Lehr- und Lernumgebungen aufbauen können, und freue mich sehr, dass ich das zusammen machen kann mit Josephine Salomo und Sarah Wagner. Und wir werden, ich muss ein bisschen weiter hier rüber gehen, und wir werden jetzt, würde ich Ihnen jetzt ganz gerne vorstellen, wie wir mit den virtuellen Exkursionen in Digital Lernhut umgehen. Robert, der mit mir das Projekt vorstellen würde, hilft gerade Stefan Odenbach, deswegen starte ich mal allein. Wenn du die Präsentation mal weiter schaltest. Super. Es wird zunächst darum gehen, dass wir über die Präsentation tatsächlich, über Digital Lernhut werde ich kurz zwei Dinge sagen, und zum anderen über Kleinwelka als Wissensarchiv, und würde tatsächlich das sehr kurz halten, über Lernhut einzuleiten in diesem Forschungshub und zum Zweiten darüber zu sprechen, wie wir in Kleinwelka interdisziplinär arbeiten, hier vor allen Dingen im Kontext von akademischer Lehre und Forschung. Und bitte weiter. So, würde über Digital Lernhut ins Gespräch kommen wollen. Das, was Sie hier sehen, ist eine Ansicht vom Hutberg aus auf Lernhut. Und die zentrale Architektur, die Sie da schon sehen, ist die, die im Stadtinneren liegt. Also das heißt, die Brüderkirche und der Gemeindesaal und unten den Gottesacker. Über den Gottesacker werden wir zu sprechen haben, denn der Gottesacker selbst ist Ausweis für die Gleichheit der Mitglieder der Gemeinschaft. Uns wird heute vor allen Dingen interessieren, wie die Architekturen dieses Haus, dieser Gemeinschaft genauer aussehen.
Zunächst erstmal, worum handelt es sich dabei, wenn wir über Herrnhut sprechen? Herrnhut ist ein kurzes Stichwort für die weltumspannende Gemeinschaft der Herrnhuter Brüdergemeinde, die im 18. Jahrhundert in Ostsachsen gegründet wird. Sie haben gerade gesehen, Herrnhut als den zentralen Ort, 1722. Herrnhut feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Und die Herrnhuter Brüdergemeinde selbst ist eine weltumspannende Glaubensgemeinschaft, die relativ schnell, also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Missionsstationen weltweit errichtet. Sie sehen das in der kleinen Karte angedeutet. Die Bildschirmübertragung auf, in Zoom dürfte auch funktionieren, oder? Okay, Moment. Jetzt geht's, vielen Dank. Super. So, jetzt ziehen wir das noch ein bisschen auf. So, jetzt haben wir es. Also eine weltumspannende Gemeinschaft im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. Und diese weltumspannende Gemeinschaft ist tatsächlich in den Bereichen in Nordamerika, in Südamerika, in dem heutigen sogenannten Lateinamerika präsent, aber auch in Südafrika. Und wir schauen uns einen besonderen Ort an, nämlich das sogenannte Kleinwelka. Einmal weiter bitte. Dass wir versuchen, genauer zu umfassen, um sprachhistorisch, diskurslinguistisch und konstruktionsgrammatisch zu arbeiten, geoinformatisch, kulturhistorisch, landesgeschichtlich, landschaftsarchitektonisch, das wird heute ein Schwerpunkt sein, und botanisch. Denn Herrnhut hat so viele interessante Aspekte und Angriffspunkte, dass man tatsächlich davon ausgehen muss, dass wir das in einer Disziplin überhaupt nicht mehr bearbeiten können. Andere Aspekte sind jetzt hier noch gar nicht mit benannt. Also medizingeschichtlich zum Beispiel wäre, da Ingo Röder gerade da ist, sicherlich auch noch eine Perspektive, die man sich genauer anschauen müsste, wo es um Heilkunde, Medikamente und so weiter geht, über die unsere Quellen zahlreich berichten. Und Kleinwelke spielt in dem Kontext einen ganz zentralen Punkt als Ortsgemeinde. Das Ganze blende ich nur auf, da Digital Herrnhut als ein Teilprojekt in Virtuos, also dem Verbundprojekt Virtuelles Lehren und Lernen an der TU Dresden im Open-Source-Kontext mit integriert ist. Unterstützt wird ganz wesentlich durch Extimed und mit DicoLint, die sich um die Internationalisierung bemühen, vor allem Kollaboration und Internationalisierung in den Blick nimmt. Okay, Kleinwelka als Wissensarchiv. Wer von Ihnen den Ort oder den Namen Kleinwelka schon mal gehört hat, wird vielleicht an Dinosaurierparks denken in der Nähe von Bautzen. Das Ganze ist leider nicht gemeint. Das wäre wahrscheinlich publikums- und öffentlichkeitswirksam cleverer, damit einzusteigen. Aber uns interessiert vor allen Dingen eine dieser herrnhutischen Ortsgemeinden in der Nähe von Bautzen und Ostsachsen. Genauer geht es darum, dass wir mit Kleinwelka, das sehen Sie hier im Hintergrund, sehen Sie die Ostsachsen von Dresden aus gesehen, zum einen sehr, sehr nahe liegen. Das heißt, das ist ein Ortspunkt, den wir von Dresden, der TU Dresden aus, sehr, sehr gut erreichen, für Praktika, für gemeinsames Arbeiten, für interdisziplinäres Arbeiten auch vor Ort. Sie sehen Herrnhut, fast an der Grenze zur Tschechischen Republik, 1722 gegründet, die Konstitution dann 1727 gefeiert. Daneben Nieski als zentralen Ort mit der Gründung der Ortsgemeinde und vor allen Dingen einer sehr, sehr starken pädagogischen Tradition über das Pädagogium in Nieski,
das ab 1746 entsteht und dann ab 1751 nach und nach ausgebaut wird. Das werden wir in den gartenarchitektonischen Zugängen noch sehen. Und sehr reich durch Gärten ausgeschmückt ist und mit einer sehr, sehr stabilen Gartenkultur, die tatsächlich auch international oder Pflanzen, die zum Beispiel international üblich sind, aber in Deutschland eben nicht beheimatet, nach Niesky bringt und dort anbaut und anpflanzt. Und daneben Klein-Welkar. Klein-Welkar ist deswegen interessant, weil es nicht nur der typischen Lebensweise Herrn Hutz entspricht, sondern auch, weil 1778 dort die Anstalt für Knaben und die Mädchen eingerichtet wird, die bis 1942 existiert und das zentrale Internat wird für alle Missionskinder oder Missionarskinder. Soll heißen, alle Kinder, die in der herrnhutischen Gemeinschaft aufwachsen, in der Mission, zwischen 5 und 8 Jahren, werden aus der Welt nach Herrnhut zurückgeschickt oder nach Europa zurückgeschickt für die Schulausbildung und bleiben erstmal in Klein-Welkar und gehen von dort aus weiter nach Niesky, von dort aus weiter nach Barbie in das theologische Barbie-Pädagogium oder zum Beispiel zurück wieder in die Mission. Also Klein-Welkar ist für uns mehr oder weniger der Durchlauferhitzer für eine weltweit agierende Gemeinschaft, in der die Kinder vor Ort leben, lernen und miteinander irgendwie auskommen müssen. Also stellen Sie sich das vor, Sie sind, kommen aus Südafrika, sind in Südafrika aufgewachsen und treffen in Klein-Welkar auf Kinder, die aus Grönland kommen. Und das Ganze schafft natürlich nicht nur interkulturelle Spannungen, sondern ist kulturell auch unglaublich bereichert. Die Kinder wachsen alle mehrsprachig auf und deswegen ist Klein-Welkar für uns so interessant. Genau, also wenn man es auf den Punkt bringt, wenn wir digital arbeiten, was könnte einen überhaupt daran interessieren? Zunächst einmal ist es der Naturraum, das heißt die Frage der Kartografie, wie reisen zum Beispiel Missionare, wie reisen deren Kinder, wie sehen Landschaftsarchitekturen aus, wie prägt die Gemeinschaft mit ihren Egalitätsansprüchen Architekturen und Gärten. Das nächste, wir haben unglaublich reiche, tradierte sprachliche Quellen, das heißt zunächst Handschriften bis Ende des 18. Jahrhunderts, ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts dann auch Drucke, sodass wir auch Medienumbrüche beschreiben können. Das ist wahrscheinlich eines der geschlossensten Archive, die wir überhaupt kennen, wenn es um europäisches Wissen geht. Daneben eine ganze Menge von Artefakten, also Pflanzen, Herbare, Gärten, Häuser, Sammlungen, Möbel, Musikinstrumente, alles, was man sich vorstellen kann. Wenn Sie den Namen Röntgen schon mal gehört haben, beziehe ich mich da nicht explizit auf die X-Ray oder die Entdeckung oder Beschreibung von X-Rays, sondern vorher haben Röntgens in Neuwied, einer Herrnhuter Brüdergemeine, Möbel gebaut und sind damit reich geworden, nur mal um so eine Anekdote zu beschreiben. Daneben Musik, da sind wir alle, glaube ich, was das angeht, musikhistorisch Laien. Da brauchen wir noch Ergänzung im Team. Ist aber so, dass die Herrnhuter als die gelten, die Latrobe zum Beispiel als derjenige gilt, der Musiksammlungen, also die barocke Musik in die heutigen Vereinigten Staaten gebracht hat und dort bekannt machte. Warum Digital Humanities? Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ohne digitale Ressourcen, digital gestützte Vernetzungen könnten wir das Ganze nicht realisieren. Und was das Letzte ist, Oral History, hier läuft uns langsam ein bisschen die Zeit davon. Wir brauchen natürlich Geschichten und Erzählungen darüber, wie bestimmte Räume genutzt worden sind. Okay, nächstes. Das, was Sie jetzt sehen, ist ein virtuelles Modell dieses Schwesternhauses, das wir in diesem virtuellen Modell des Textlabs bereits verlinkt haben. Das heißt, Sie können dort einen VR-Umgang machen für die Leute, die hier da sind. Für alle anderen wird es wahrscheinlich erstmal bei diesem ersten Bild bleiben, weil wir die Daten noch nicht veröffentlichen dürfen. Nichtsdestotrotz hängen wir in dieses Modell Quellen ein, die Geschichte des Hauses und des Ortes und der Ortsgemeinde und der Mission maßgeblich mit befördern und gestalten. Und hier geht es vor allen Dingen um Handschriften, Transkriptionen, Annotationen und korpuslinguistische Fragen.
Das sehen Sie hier. Also das heißt, wie binden wir das Ganze in akademische Curricula ein? Es geht vor allen Dingen hier um die Aufbereitung von Digitalisaten. Sie sehen ganz oben ein Bilddigitalisat, also eine Handschrift aus einem Brief des Bruders David Zeisbergers in Goshen am Muskingum, wenn Ihnen das geografisch nichts sagt. Das ist Nordamerika und wenn es um Namen der First Natives geht, stehen wir mit unseren englischsprachigen Karten immer ein bisschen am Rande. Es geht hier um das heutige Pennsylvania und Ohio als Bundesstaaten, in denen man im 18. Jahrhundert präsent ist. Diese Briefe werden handschriftlich aus den Vereinigten Staaten nach Herrnhut geschickt und werden dort in den Gemeinnachrichten für die Gemeinnachrichten kopiert und dann einem breiteren Kreis zur Verfügung gestellt. Und an diesem Material lernen Studierende, wie sie umgehen. Und wir konzentrieren uns jetzt im Moment auf Texte aus Kleinwelka. Und konnten da auch in diesen handschriftlichen Nachrichten schon die Gründungsbeschreibung dieses Schwesternhauses, das Sie gerade im virtuellen Modell gesehen haben, finden. Aber auch natürlich auf gartenhistorische und botanische Quellen werden wir uns unterstützen. Nächstes bitte. Und das Letzte ist, dass wir das Ganze in einem Citizen Science Kontext denken. Das heißt, das Quellenmaterial ist so reich und so reichhaltig, dass wir das Ganze in einem akademischen Kontext oder mit selbst Lehrlernkursen überhaupt nicht bewältigen werden können. Deshalb zeige ich Ihnen hier exemplarisch einen Podcast Alte Schriften, in dem wir Menschen, die die Kohärenzschrift lesen können, unsere Texte vorlesen lassen und damit Material erstellen für die akademische Ausbildung. Das heißt, das Erlernen der Kohärenzschrift in der Lektüre. Ziel ist, dass wir sogenannte Ground Truth herstellen, um korpuslinguistisch mit den Texten arbeiten zu können, um sie dann zu vernetzen. Und hier werden Named Entities eine große Rolle spielen. Genau, damit übergebe ich an Josephine Salomo, die uns das gartenhistorische Erbe der Herrnhuter in Kleinwelka vorstellen wird. Etwas, das ich als Germanist überhaupt nicht einschätzen kann. Aber Sie sehen, hier greifen die unterschiedlichen Perspektiven ineinander. Und ich gebe dir gerne das Wort. Dankeschön. Also mein Name ist Josephine Salomo und ich bin Studierende am Institut für Landschaftsarchitektur und wir haben uns aus der Sicht der Denkmalpflege mit dem gartenhistorischen Erbe der Herrnhuter in Kleinwelka beschäftigt. Weiter. Jetzt erstmal, warum ist es eigentlich interessant für uns? Kleinwelka ist neben Herrnhut und Niesky eine der drei bedeutendsten Herrnhuter Siedlungen, die es in Sachsen gibt. Herrnhuter Siedlungen haben den ganz bekannten Städtebau und einen ganz besonderen Städtebau. Es ist alles axial und geometrisch ausgerichtet und in einer jeden solchen Siedlung gibt es bestimmte städtebauliche Elemente, die immer vorkommen, wie zum Beispiel den Zinzendorfplatz im Zentrum, den Betsaal dazu und darum gruppieren sich das Brüderhaus, das Schwesternhaus und vor den Toren der Stadt ist dann der Gottesacker. Zu diesen Gebäuden gehören auch besondere Gartenanlagen dazu, die auch eine ganz spezielle Nutzung haben. Das Besondere an Kleinwelka ist, dass es dort auch die Missionsschulen gibt, aber das hat Herr Lasch ja bereits erwähnt. Und der Ort ist auch nah an Dresden gelegen. Das heißt, wir können es auch im Rahmen eines Semesterprojektes gut einbinden. Und es ist in einem kleinen Maßstab und gut überschaubar. Weiter. Wir haben uns dann vier Forschungsschwerpunkte gesetzt, nämlich zum einen die Missionsschulen, wobei wir nicht nur die Gartenanlagen da aufnehmen, sondern auch den Unterricht. Das heißt, Themen wie Schulgarten und Naturkunde werden beleuchtet. Des Weiteren hat sich ein Projekt mit dem Gottesacker beschäftigt und eine Gehölzkonzeption dafür erstellt. Dann wurden noch der Zinzendorfplatz und das Schwesternhaus beleuchtet. Zinzendorfplatz und Schwesternhausgarten sind auch elementare Gartenanlagen, die in jeder Herrnhuter Siedlung vorhanden sind. Das Schwesternhaus knüpft auch direkt an Digital Herrnhut an und an dieses Modell von dem Schwesternhaus weiter, da auch der Garten darin eingearbeitet ist. Wie man das auf dem Video erkennen kann, wurde der Garten in diesem Modell aufgenommen und da entsteht ein Raumeindruck, der von überall auf der Welt, also wenn das Modell online verfügbar ist, darauf zugegriffen werden kann. Dadurch wird ein Raumeindruck vermittelt. Und wir haben auch verschiedene besondere Fundstücke zu diesem Garten gehabt, wie zum Beispiel diese Fotografien von 1929, wo auch historische Strukturen erkennbar sind, wie man sehen kann. Und diese können auch in das Modell eingearbeitet werden. Das heißt, es ist ein direkter Vergleich möglich zwischen der historischen Struktur und dem aktuellen Bestand. Aber auch bei den anderen Projekten haben wir interessante Fundstücke, wie zum Beispiel diese Akten aus dem Unitätsarchiv. Da sind Pläne der Brüderplantage und der Kinderplantage.
Das sind Orte, die in Kleinwelka bisher vollkommen in Vergessenheit geraten sind. Also es war nicht mehr klar, dass die existiert haben und wo die existiert haben. Und mittels der Überlagerung von aktuellen Luftbildern und historischen Plänen konnten wir auch potenzielle Standorte davon feststellen. Es gibt aber auch noch einige offene Fragen, die wir im Verlauf des Semesters nicht klären konnten. Zum Beispiel sind auf alten Plänen von 1764 Lusthäuser aufgetaucht, wo wir nicht klären konnten, ob es die genau gab, wo es die gab und was dort stattgefunden hat. Und wir haben uns auch mit dem Brüderhausgarten beschäftigt und dazu ist aufgefallen, dass es da fast gar keine Informationen dazu gibt. Und da ist natürlich auch die Frage, warum gibt es dazu zu wenig Quellen und zu den anderen Orten schon. Wie haben wir nun Lehre betrieben? Natürlich waren auch wir von Corona betroffen und konnten uns nicht in echt treffen. Und so haben wir Miro als eine flexible Austauschplattform gefunden. Das Miro-Board ist so eine Art Whiteboard, in der jeder seinen Stand hochladen konnte. Das heißt, die Studierenden konnten ihre Ergebnisse dort hochladen und präsentieren und die Lernenden konnten zu jeder Zeit darauf zugreifen und auch darauf reagieren. Das heißt, es war zu jeder Zeit eine Interaktion möglich. Das größte Problem für uns waren aber auch die Archivschließungen, da wir natürlich schlecht arbeiten können, wenn wir nicht in die Archive kommen und daher auch gar nicht an Quellen. Trotzdem konnten wir einige Erkenntnisse erlangen, die auch im Unitas Fratrum publiziert werden sollen. Das ist die Zeitschrift der Herrn und der Brüdergemeinde, die sich mit den geschichtlichen und aktuellen Geschehnissen beschäftigt. Und auch das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern mit Niesgi. Das ist die dritte der bedeutenden Herrn und der Siedlungen in Sachsen. Und die Strukturen, die in Kleinwelka so klein sind, sind in Niesgi sozusagen explodiert. Also die haben einen viel größeren Maßstab, viel größere Gartenanlagen. Ja, und da würde ich an die Botanik übergeben. Genau. Von mir aus dem Off vielleicht noch ein ganz kurzer Kommentar. Das, was Josefine hier so neutral vorstellt, ja, also vor allen Dingen die Fotos aus dem Schwesternhausgarten und die Kinderplantage an der Missionsanstalt, haben Sie das erste Mal gesehen. Also das heißt, dass wir die in dem Kontext jetzt in dem Projekt hier zeigen, ist eine Besonderheit insofern, weil man auch an diesen Kinderplantagen schon am Namen sieht, erstens, wo das Problem ist und zweitens natürlich auch die Vermutung äußern kann, dass dort nicht nur für den täglichen Bedarf angebaut worden ist, sondern dass auch Pflanzen wahrscheinlich mit dabei waren, die in Europa überhaupt nicht heimisch waren. Ja, der Name ist vielleicht zum Teil auch irritierend, zum Beispiel bei der Kinderplantage, das war eigentlich weniger ein Ort für Anbau, sondern eigentlich ein Spielplatz. Aber nicht ein Spielplatz im Sinne des heutigen Spielplatzes mit Spielgeräten, sondern eine große Freifläche, wo die Kinder, also in dem Falle die Knaben, ihre Leibesübungen ausführen konnten. Und das ist aber für das 18. Jahrhundert schon eine Hausnummer. Ja, also wenn man sagt, okay, das wurde für Sport benutzt, ja, kann man sich mal überlegen, in welchen Bildungsanstalten das um die Zeit üblich war. Okay, also spannend, 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 danke. Ja, vielen Dank an meine Vorrednerin und an Alexander. Mein Name ist Sarah Wagner, ich komme vom Institut für Botanik und ich möchte ein paar botanische Erkundungen heute vorstellen. Dazu kümmert die, genau. Und zwar am Beispiel von einem Werk Flora Barbiensis von Friedrich Adam Scholler, einem Herrnhuter Naturkundler. Ja, zufälligerweise haben wir parallel zu den Bestrebungen von Alexander Lasch und um Digital Herrnhut vor 2-3 Jahren auch angefangen, ohne dass wir davon wussten, uns mit dem Herrnhuter Erbe zu beschäftigen aus botanischer Sicht. Damals dachten wir noch, wir sind da völlig allein und wir beschäftigen uns mit etwas, was wirklich irgendwo ganz in einer Nische sich befindet. Mittlerweile zum Glück befinden wir uns mit im Netzwerk und sind da sehr dankbar für den Austausch und für den Nutzen, den wir daraus ziehen können. Das Institut für Botanik beherbergt eine Sammlung, die wenigsten kennen, die umfasst etwa 500.000 Herbarbelege, die bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zurückdatiert werden können. Ein Herbarbeleg, ich weiß nicht, ob wir das noch ein Stück größer kriegen, oder man sieht es vielleicht. Ein Herbarbeleg ist im Prinzip eine Konservierungsmethode, bei der Pflanzen gepresst werden und im trockenen Zustand auf einen Karton montiert werden. Und die Methodik hat sich eigentlich nicht geändert.
seit 300 Jahren und noch länger wird das auch heute noch so durchgeführt. Also man sieht hier mal drei Belege dargestellt. Ein etwa 1773, einen von 1888, gesammelt von den Professoren Trude und Reichenbach und einen von, aus der heutigen Zeit. Die Methodik hat sich also nicht geändert und auch heute ist, sind die Herbarbelege für uns als Botaniker wichtiger Bestandteil unserer Forschung und auch natürlich von der Lehre. Die Sammlung an der TU Dresden ist allerdings aus verschiedenen, vor allen Dingen personellen Gründen, schon fast in einen prekären Zustand geraten. Und wir können sie eigentlich im Moment für Lehre und Forschung nicht verwenden. Seit 2017 versuchen wir das Stück für Stück zu ändern und die Sammlung zu digitalisieren, um sie online verfügbar zu machen und auch für uns besser nutzbar zu machen. Nur als Zahl, wir haben dabei trotz starker Bemühungen erst etwa 8% digitalisieren können in diesen 5 Jahren. Wenn die Digitalisate verfügbar sind, dann können wir sie für vielfältigste Szenarien und Forschungsfragen nutzen. Nicht nur für die etablierten botanischen Methoden, Morphologie, Taxonomie, Systematik, Biodiversität, sondern eben auch für weiterführende Forschungsfragen, die Bioinformatik, Modellierungen und auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglichen. Auf der rechten Seite sind dann noch ein paar interdisziplinäre Methoden aufgelistet und ich möchte mich heute gern mit der Kontextualisierung von Objekten beschäftigen, was in virtuellen Räumen mit Digitalisaten ermöglicht wird. Nächste Folie. Im Zentrum dieser Überlegungen, bei uns handelt es sich im Moment noch um Visionen, weil wir noch kein Forschungsprojekt bewilligt haben, es befindet sich aber in der Begutachtung. Im Zentrum befinden sich also diese Herbarbelege, eine Sammlung, die auf die Herrnhuter Brüdergemeinde zurückgeht, die ab etwa 1750 gesammelt wurde. Wir haben da in Dresden knapp 1260 Belege gefunden und diese versuchen wir gerade in einen Kontext zu setzen, um sie für uns mit weiteren Daten anzureichern, aber eben auch nutzbar zu machen für andere Disziplinen und für die Lehre und für die Forschung. Also man sieht hier einen solchen Herbarbeleg. Unten notiert ist Gypsophila moralis, das ist die Pflanzenart, das ist das Mauergipskraut. Heute darf man das in Deutschland eigentlich gar nicht mehr sammeln. Es hat den Status gefährdet schon bekommen. Damals durfte man es noch überall pflücken. Es wuchs also noch überall und in diesem Fall wurde notiert, es wächst in den Feldern gegen den Zeitzer Busch. Das kann man wunderbar in einen Kontext setzen mit einem Werk, dieser Flora Barbiensis, die ich schon erwähnt habe, ein Florenwerk, was über 1000 Arten von Pflanzen in der Umgebung von Barbie auflistet und Beschreibungen liefert. Man kann es als einer der ältesten Florenwerke von Mitteldeutschland betrachten. Es ist sehr ausführlich, man findet auch den medizinischen Nutzen von Pflanzen notiert. Der Friedrich Adam Scholler, der das notiert hat, der hat da wirklich eine sehr bemerkenswerte Arbeit für seine Zeit schon geliefert. Wir können jetzt diese Herbarbelege, die wir also als Pflanzenmaterial direkt heute noch vor uns haben, mit dieser Flora in Verbindung bringen, indem wir zum Beispiel sagen, ist das wirklich genau das gewesen, was der Friedrich Adam Scholler da notiert hat. Wir können das nachbestimmen, wir können das bewerten, ob das eben aus heutiger Sicht immer noch die gleichen Pflanzen sind. Da kann man also sehen, hier unten ist der Eintrag von Gypsophila moralis mal gezeigt. Und da kann man tatsächlich auch den Fundort finden, der auf dem Herbarbeleg notiert wurde, nämlich Habitat in Campis gegen Zeitz, also im Feld gegen Zeitz, lässt sich wunderbar miteinander in Verbindung bringen. Und dem Objekt kann damit schon etwas zugeordnet werden, nämlich ein Zeitraum und höchstwahrscheinlich auch ein Sammler, der vorher so auf dem reinen Objekt nicht zu ersehen war. Genau, das Ganze führt noch weiter. Da können wir das noch einblenden hier. Es existiert im Unitätsarchiv Herrnhut ein handschriftliches Exkursionstagebuch, was 45 Seiten umfasst und dort geht auf die Zeit 1766 zurück und dort werden Pflanzenexkursionen durchgeführt. Es werden 24 Exkursionen dargestellt, was man dabei gefunden hat, was neu war, was den Wissenschaftlern oder den Naturkundlern
zu damaliger Zeit unbekannt war. Die lassen sich da über die Wanderfreuden aus. Und also es ist ein sehr interessantes Werk, aber eben auch aus botanischer Sicht sehr interessant, weil dort werden die Pflanzen gelistet, die sie während der Exkursionen gefunden haben und dann für die Flora Barbiensis aufbereitet haben. Also ich habe hier mal einen kurzen Auszug notiert. Einige neue Spezies, die wir diesmal zur Vermehrung der Flora Barbiensis, also wird das Werk sogar erwähnt, noch immer liefert uns der Zeitzer Busch neue Arten von Pflanzen, ungeachtet er so oft schon von unseren Liebhabern der Pflanzenerkenntnis durchsucht worden. Bei einem Spaziergang am 22. Juli, also hier finden wir das Datum, wurde gefunden, unter anderem die Gypsophila moralis intersegetis, also inzwischen Getreide wurde das dort gefunden. Und wir gehen jetzt davon aus, dass sich diese drei Quellen miteinander in Kontext setzen lassen können, weil einfach in diesem Umfeld von Barbie mit ziemlicher Sicherheit niemand anderes botanisch unterwegs war, außer die Herrenmutter zu dieser Zeit. Heute ist es alles sind viel mehr Botaniker unterwegs. Damals reduzierte sich das auf im deutschen Raum auf eine relativ kleine Gruppe. Genau, das Ganze kann man aber noch weiterführen. Dann nehmen wir dann die nächste Folie. Es gibt Korrespondenzen zwischen Friedrich Adam Scholler und Carl von Linné, was der größte Naturwissenschaftler seiner Zeit und auch heute noch eigentlich der bekannteste aus dem 18. Jahrhundert ist, der Begründer für die moderne, heute noch verwendete Taxonomie ist. Und so schreibt der Friedrich Adam Scholler über sein Werk, die Flora Barbiensis, hochgeborener Herr, hoch zu ehrender Herr. Sie sind seit mehr als 20 Jahren mein Lehrmeister. Ich habe auch unseren Seminaristen bisher Anweisungen in dieser Wissenschaft gegeben. Hierzu habe ich nötig gefunden, die Flora Barbiensis drucken zu lassen. Ich unterstehe mich, Sie zu bitten, beigesendetes Exemplar von derselben geneigtest von mir anzunehmen. Also er schickt Carl von Linné seine Flora mit der Bitte um Rückmeldung, mit der Bitte um eine Meinung dazu. Er schreibt diesen Brief auf Deutsch und diese Briefe sind heute in London erhalten aus dem Nachlass von Linné. Es beweist zum einen, dass also Linné damals schon der Wissenschaftler war, den man um Rat fragte und an dessen Theorien man sich orientierte. Und es beweist zum anderen, dass die Botaniker der damaligen Zeit und die Naturwissenschaftler in einem Netzwerk standen und sich miteinander ausgetauscht haben und sich über Briefe geschrieben haben. Und dieses Netzwerk wollen wir gern darstellen mit diesem botanischen Nachlass. Und hier wäre jetzt schon der Beweis geführt, dass eben die Herrnhuter Brüdergemeine, die Naturkundler aus dieser Glaubensgemeinschaft mit den bedeutenden Forschern ihrer Zeit in Verbindung standen. Dass Linné geantwortet haben muss, beweist ein zweiter Brief, in dem er dann in Latein, wahrscheinlich weil Linné möglicherweise den deutschen Brief dann nur schwer lesen konnte, schreibt er den zweiten in Latein, bedankt sich, dass er also eine Rückmeldung bekommen hat und geht auch auf verschiedene Fragen ein. Und er schickt ihm, also Linné, Samen von verschiedenen Pflanzen, um die er ihn offensichtlich gebeten hat. Und dabei sind auch Samen der Gypsophila moralis wieder dabei. Also hier schließt sich dann wieder Fundort und der Kontakt zu Linné in diesem Netzwerk. Und die Briefe von Linné sind bisher nicht bekannt. Vermutlich, wenn sie noch erhalten sind, dann befinden sie sich ebenfalls im Unitätsarchiv in Herrnhut, weil dort ist der Nachlass von Friedrich Adam Scholler zu vermuten. Genau, dann können wir noch das einblenden hier, genau. Wir können also verschiedene Sachen jetzt, also die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten für diese virtuelle Betrachtung von Netzwerken. Wir können das beliebig erweitern, wir können Lebensläufe hinzunehmen, wir können Karten einfügen, Zeichnungen, Objekte, Tagebücher, Handschriften, gartenhistorische Erbe, sprachliche Erforschungen, alles, was man da irgendwie denken kann, sich. Und das geht aber nur im Prinzip im virtuellen Raum. Und dazu wollen wir auch diese TEI-XML-Auszeichnungssprache nutzen. Vielleicht können wir noch den letzten Kasten einblenden. Genau, also unser Ziel ist sozusagen, diese Quellen mit diesem Datenaustauschformat mit dieser Sprache auszuzeichnen, damit wir diese Verbindungen miteinander schaffen können und sie mit Normdaten zu versehen, um
interdisziplinäre Analysen möglich zu machen. Und damit wollen wir eine beliebig erweiterbare, interdisziplinär nutzbare virtuelle Präsentationsplattform schaffen, am Beispiel der botanischen, naturwissenschaftlichen und so weiter Nachlässe der Hanhuter-Brüder-Gemeinde. Um das auch natürlich dann für Lehre und Forschung zu nutzen. Gut, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ganz kurz noch, Entschuldigung. Ich wurde noch gebeten, genau, wenn es um botanische Erkundungen geht, hat die SLUB gerade eine sehr schöne Ausstellung in der Schatzkammer, die noch weiter zurückreicht bis 14. bis 13. Jahrhundert. Das sind die blühenden Bücher aus dem Bestand der SLUB, die werden dort gerade präsentiert. Dankeschön. Ja, liebe Josephine, liebe Sarah, ganz herzlichen Dank für die Präsentation. Ich habe noch eins zu ergänzen, wenn Sie, für diejenigen, die hier sind heute, wenn Sie nachher runtergehen Richtung Linnéeplatz dort dann in die öffentlichen Verkehrsmittel einsteigen, denken Sie bitte immer daran, dass wir Leute suchen, die uns dabei helfen, den großen Teil der Kurrentschriften so maschinenlesbar zu machen. Das heißt, wenn jemand in Ihrem persönlichen, privaten Umfeld 75 plus ist, sehr viel Zeit hat und etwas Gutes tun will für die Wissenschaft und die Öffentlichkeit, dann bitte stellen Sie doch den Kontakt zu uns her. Wir würden uns sehr freuen, denn tatsächlich diese Vernetzung von Botanik, Germanistik, Kulturwissenschaft und Gartengeschichte sieht man hier, wie sie in diesen kleinen Texten kulminiert. Also das heißt, wir haben einen Peter Friedrich Curie, der im 19. Jahrhundert kleine Publikationen veröffentlicht zum Thema, was kann man entdecken, wenn man so durch die Landschaft geht mit Kindern. Er ist im Ausbildungsdepartement, Edukationsdepartement der Unität leitender Kopf. Und er schreibt dann eben auch die Flora für Kleinwelke. Ja, also das heißt, da verdichten sich in einzelnen Biografien diese ganzen Wissensbestände, die wir aus Hanhut zusammenführen. Und wir brauchen dabei Hilfe. Also falls Sie jemanden kennen, ansprechen. Ja, und wenn Sie im Linnéeplatz in den ÖPNV einsteigen, dran denken, es könnte spannend werden. Jetzt sind wir aber gespannt auf Ihre Fragen, Antworten und Kommentare. Gerne aus dem Chat. Und gern via Ton und Mikro. Bitte schalten Sie nicht die Kamera auf, dann kommt unser YouTube-Stream ein bisschen durcheinander. Wenn es Fragen gibt, gibt es denn Fragen? Gibt es Fragen hier im Raum? Nein? Nein? Ich finde es ja eine unheimlich spannende Geschichte, weil die Kulturgeschichte ja irgendwie da in vielen Dimensionen drin steckt und man kann das ja beliebig erweitern noch. Ne? Also wenn man das jetzt mal so als Kernzelle für kulturhistorische Forschung nimmt, gibt es ja auch noch weitere Orte und Objekte, die man da mit dranhängen kann. Und das finde ich total spannend. Also schönes Beispiel, um auch diese Vielschichtigkeit zu sehen. Ne? Nora Kindermann im Chat hat eine Frage. Ich habe keine Frage. Grüßt euch erstmal. Ich wollte eigentlich nur der Sarah sagen, das finde ich ja ganz wunderbar, dass sich das jetzt alles so fügt, dass du eben verschiedene Quellen jetzt zusammenbringst und das, was auseinandergerupst wurde und in verschiedenen Archiven in einen Zusammenhang gebracht wird. Das ist ja auch das, was wir immer wieder versuchen. Und Josefina hat das ja ganz wunderbar vorgestellt. Und dass euch das jetzt auch gelungen ist, also das freut mich unheimlich. Weil das ist ja immer so das, wofür man dann so lebt und wo man dann einfach den Erfolg auch sieht. Ja? Und Alexander, du hast gerade ein Buch erwähnt, was kann man mit Kindern in der Landschaft entdecken? Gibst du bitte mal der Josefina die Angabe mit? Ja? Liebe Nora, also falls sich das außenstehende Publikum ein bisschen wundert, Nora Kindermann ist die zentrale Figur für die Gartenarchitektur. Und Josefina hat heute stellvertretend vorgestellt, Josefina hat die Quelle bereits, wir haben darüber schon gesprochen. Ja. Und der Effekt, dass sich das Ganze vernetzt,
tatsächlich ist unsere große Hoffnung. Also es weist immer sehr viel in Richtung Unitätsarchiv. Und auch da, falls es irgendwie Möglichkeiten gäbe am Bereich GSW oder der TU Dresden, ja, sind ja zwei, drei Leute anwesend, die das vielleicht hören. Wir brauchen unbedingt Unterstützung auch in den örtlichen Archiven. Ja, also das heißt, das hat man vielleicht an diesem virtuellen Modell Klein-Welka gesehen, das ist eine Ruine. Ja, also das heißt, und jede Handschrift, die dort liegt, ist mittelfristig und langfristig verloren, wenn man nicht schnell aktiv wird. Und das Ganze ist natürlich vor der strategischen Bedeutung der Kulturgeschichte Ostsachsens, im Moment läuft ja die ein oder andere Initiative, vielleicht nicht so ganz unwesentlich. Also das wäre ein Beitrag, den wir aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, ich zähle euch jetzt mal irgendwie dazu, mit leisten könnten. Und es wäre aber tatsächlich einer, der hier auf eine breite Basis stößt. Genau. Gibt es sonst noch Fragen, Wünsche, Kommentare? Wenn das nicht der Fall ist, dann vielen Dank. Also zunächst euch beiden für die Vorstellung des Projekts. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir gehen jetzt in eine kurze Umbaupause und sind, anders als im Programm vermerkt, wahrscheinlich ab 11.15 Uhr wieder online im Stream mit dem zweiten Teil des Vormittagsprogramms. Danke und bis gleich. So, herzlich willkommen auch in die Konferenz, zurück aus der Pause. Ich freue mich sehr, dass ich zumindest aus dem Off Kai Michael Würzner anmoderieren darf. Kai Michael ist erstens die gute Seele, die uns hier bei der Technik sehr unterstützt, wofür ich ihm sehr herzlich danke. Und zum Zweiten hat er das Thema Open Science in der SLUB auf seiner Agenda. Und deswegen werden wir nicht nur in hybriden Lehr- und Lernsettings mit ihm zusammenarbeiten, sondern auch zum Beispiel hier bei der Ausgestaltung von Räumen und gemeinsamen Veranstaltungen kooperieren. Ich freue mich sehr, dass uns du die Ideen zum Open Science Lab vorstellst. Das ist schon, sagen wir mal so, wenn wir das Hybrid Lab in eine nächste Runde schieben, ja, also die dritte Ausgabe des Hybrid Labs, dann wird wahrscheinlich das Open Science Lab eine ganz entscheidende Rolle spielen. Aber jetzt erstmal hast du die Bühne und wir freuen uns sehr auf den Input. Danke. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation und ich bedanke mich natürlich auch an dieser Stelle bei dir, ne, für den Aufbau und für das große Engagement, mit dem wir hier gemeinsam das Hybrid Lab 2 aufgezogen haben. Dieser Block, den ich jetzt beginnen darf, der heißt Was wird? Das heißt, wir begeben uns jetzt aus den ganz interessanten Präsentationen zu dem, was wir konkret im Bereich hybrider Lehre oder hybriden Kollaborationssettings schon benutzen können, ein bisschen in so eine Ankündigungspolitik. Ja? Und ich beginne das mit einer Präsentation zum Open Science Lab, was glücklicherweise in nicht mehr allzu ferner Zukunft liegt. Und ich erzähle Ihnen heute, was wir mit dem Open Science Lab wollen, welche Säulen das Open Science Lab tragen sollen. Und beginne auf meiner nächsten Folie mit einer ganz kurzen Motivation, warum wir Open Science betreiben sollten und warum das Thema so wichtig ist. Ja, und diese, stehe ich falsch, Herr Ulmach? Oder? Mein Mitarbeiter steht im Weg. Was geht eigentlich? Ach so, jetzt. Okay, super. Jetzt hatten Sie Zeit, diese Folie sich ganz genau anzugucken. Und das ist etwas, was uns in einem Dialog, insbesondere mit den Kollegen in der Psychologie, Sie wissen das vielleicht, dass an der TU Dresden die Open Science Initiative der Psychologie, OSIP, eine ganz gewichtige Rolle
bei der Dissemination und Motivation dieses Themas spielt. Und da ist uns relativ schnell klar geworden im Dialog, dass wir, wenn wir von Open Science sprechen, zwei grundsätzliche Dimensionen unterscheiden müssen. Das eine, das haben wir mehr als Bibliothek eingebracht, ist quasi dieser Strang Availability, das heißt Verfügbarkeit von Ressourcen. Ja? Sei es wissenschaftliche Literatur, sei es Quellcode, seien es Forschungsdaten, seien es, wie wir heute sehr wichtig besprochen haben, Open Educational Resources. Und diese Verfügbarkeit von Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit im ganz allgemeinen Sinne, die ist halt der eine Bestandteil. Der zweite Bestandteil, und der ist insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie vor dem Hintergrund der sogenannten Replikationskrise besonders wichtig, ist Transparenz. Ja, gerade in der vollständig empirisch arbeitenden Forschung haben wir ja da in den letzten Jahren durchaus auch Negativbeispiele beobachten müssen, wo Intransparenz zu unseriöser wissenschaftlicher Forschung führt. Und deswegen ist Transparenz die zweite grundsätzliche Dimension von Open Science. Und Transparenz und Verfügbarkeit führen dann auf der einen Seite zu Nachnutzbarkeit wissenschaftlicher Arbeit und aber auch zu Reproduzierbarkeit. Ja? Das heißt, man kann auf den Ergebnissen anderer aufsetzen und man kann diese eben aus Transparenzgründen reproduzieren. Und diese beiden Dimensionen führen dann zum einen zu einer erhöhten Qualität wissenschaftlicher Forschung und natürlich auch zu einer Erhöhung der Quantität wissenschaftlicher Forschung. Denn wenn ich beispielsweise in einem Eye-Tracking-Kontext ja, meine Blickbewegung nicht jedes Mal neu erheben muss, sondern mich auf die existierenden Daten von Kolleginnen und Kollegen, das muss ja gar nicht unbedingt im Kontext von Dresden sein, ne? Das kann ja die Vernetzung, die soll ja da durchaus auch überregional sein, beziehen kann, dann bin ich schneller. Ja? Dann kann ich zumindest meine Hypothesen einer ersten Überprüfung unterziehen und dann zielgenau beispielsweise zusätzliche Experimentaldaten erzeugen. Und diese gesteigerte Quantität und die gesteigerte Qualität meiner Forschung, die führt letztendlich zu mehr Sichtbarkeit. Und das ist eine ganz wichtige Währung in dem Geschäft, in dem wir uns bewegen. So, und mit dem Open Science Lab wollen wir diesen Prozess der Transformation unserer Arbeit in einen offenen Kontext unterstützen. Und wir unterscheiden da grundsätzlich drei verschiedene Nutzen oder Zwecke, die das Open Science Lab verfolgen soll. Das eine ist natürlich, dass wir mit einem solchen Ort, den wir da gründen, unsere bereits existierenden Beratungs- und Vermittlungsangebote bündeln und besser an Mann und Frau bringen. Ja, das zweite ist, dass wir hier einen ganz, wie wir hoffen, attraktiven und wie wir wissen, modern ausgestatteten Arbeits-, Begegnungs- und Veranstaltungsort entwickeln, der, wie sich das für ein Open Science Lab gehört, natürlich offen für alle ist. Ja? Also das soll nicht nur ein Veranstaltungszentrum jetzt irgendwie der SLUB und der TUD sein, sondern wir sprechen da ganz bewusst auch bürgerwissenschaftliche Kontexte an, die dorthin kommen sollen, ja? die zueinander Kontakt finden sollen, die aber auch beispielsweise ja, ihre Meetings dort stattfinden lassen können. Ja, ich denke irgendwie an den Dresdner Pearl-Stammtisch. Das würde mich natürlich total freuen, wenn die dann ab Herbst sich nicht mehr in irgendeiner Kneipe treffen, sondern sagen, ey, wir kommen ins Open Science Lab, wir finden dort ideale Bedingungen für Zusammenarbeit und auch den Outreach unserer Bemühungen vor. Und das Dritte ist natürlich, dass so ein zentral gelegenes Open Science Lab, ne, das wird sich im Endausbau direkt an der Campusachse im von Gerberbau, den Sie hier auf einem Bild sehen können, befinden. Und zwar dort im Erdgeschoss direkt gegenüber von der wiedererstehenden neuen Mensa. Das ist natürlich auch ein Zeichen, was die SLUB, was die TU Dresden dafür setzt, dass Open Science ein zentrales Zukunftsthema von wissenschaftlicher Arbeit ist. Und ein paar Worte zu den bereits
zum größten Teil existierenden Beratungs- und Vermittlungsangeboten. Das sei hier, sei mir gestattet, ein bisschen Werbung dafür zu machen. Prinzipiell ist es so, dass eine offene wissenschaftliche Kultur ein ganz zentraler Part der strategischen Bemühungen der SLUB ist. Ja, das ist auch niedergelegt in der SLUB-Strategie 2025. Diese Folien hier, die finden Sie öffentlich über GitHub. Vielleicht, Alexander, könntest du so freundlich sein, den Link in den Chat posten. Und alles, was hier blau unterlegt ist, sind wiederum Links. Ja? Also wenn Sie sich weiter informieren wollen über das, was ich hier sage, dann können Sie diesen Links da folgen. Ups. Und ja, bereits jetzt gibt es eine ganze Reihe von Serviceangeboten rund um einen offenen Forschungskreislauf. Ganz zentral für uns als Bibliothek ist dann natürlich das Thema Open Access, wo wir zu Finanzierung und Lizenzierung beraten und gleichzeitig aber auch eine Publikationsinfrastruktur für wissenschaftliche Zeitschriften bieten. Es gibt hier im Auditorium auch Kolleginnen und Kollegen, die das schon aktiv nutzen, worüber wir uns sehr freuen. Und da ist natürlich noch viel zu tun, um beispielsweise auch den gerade für die Geisteswissenschaften wichtigen Bereich der Monographien noch adäquat abzubilden. Und daran werden wir verstärkt in den nächsten Jahren arbeiten. Open Data, Forschungsdaten sind ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte es ja schon mit Beispielen hinterlegt. Auch da gibt es Beratung, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle Forschungsdaten, gemeinsam mit dem ZIH zu Metadaten und Primärdatenformaten, zu geeigneten Repositories für die Veröffentlichung von Forschungsdaten und zu technischen Workflows. Ein Thema, was insbesondere auf dieser Transparenz-Schiene des Themas Open Science stattfindet, ja, habe ich hier mal als Open Methodology bezeichnet. Da geht es darum, seine Studien zu präregistrieren, ja, und damit quasi im Vorfeld der eigentlichen, beispielsweise empirischen Arbeit, schon eine Bewertung der Methode und des Ansatzes einzuholen und auch bekannt zu machen, wie man seine Forschungsfrage angeht, was dann im weiteren Verlauf der Arbeit an der Studie auch dafür sorgt, dass beispielsweise Nullbefunde eine Veröffentlichungschance haben. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Teil, der aktuell noch viel zu kurz kommt. Und als ein Beispiel sei da das Open Science Framework genannt, zur Arbeit, mit welchem wir ganz spezifisch beraten. Und als letztes Beispiel sei hier noch unsere bibliometrischen Dienstleistungen angeführt. Der Alexander hat das heute früh schon in seiner Einführung oder in der Diskussion mit Herrn Kobel gesagt, wie wichtig das ist, dass wir besser darauf achten, wie wir unsere Forschung eigentlich bewerten und dass wir aus diesem, ich nenne es jetzt mal Teufelskreis, ausbrechen müssen, dass die Leute, die uns ihre Zeitschriften verkaufen, gleichzeitig die Bewertung unserer Forschung vornehmen. Ja, das ist ja letztendlich eigentlich ein totales Unding. Und da müssen wir irgendwie weg von. Und da wollen wir gerne mithelfen dabei. Gleichzeitig ist es unser Ziel, Openness nicht nur aus dem Bereich der Forschungsergebnisse zu denken, sondern Open Educational Resources, wurde heute schon mehrfach gesagt, beraten wir zu didaktischen und technischen Fragen, auch zu Lizenzierungsfragen. Ganz wichtig für uns als Landesbibliothek, die wir ja auch sind, ist der Bereich der Bürgerwissenschaften, also der nicht professionellen Forschung. Dort sehen wir uns in gewisser Weise als Makler zwischen professionellen und nicht professionellen Forschungskontexten. Wir haben vor dem Hintergrund der Neuformulierung des Horizon-Programms, also des zentralen Förderprogramms der EU für Forschung, ein Beratungsangebot entwickelt, das heißt Open Science Practices, weil Open Science, das werden wir später nochmal auf einer anderen Folie sehen, von der EU sehr stark gemacht wird. Ja, also da wird immer mehr von den Forschenden, von den Antragstellenden gefordert, was die teilweise wiederum überfordert. Und hier wollen wir unterstützen, gemeinsam mit dem European Project Center helfen, dass die Anträge auch in diesen neuen
in der neuen Förderrichtlinie weiterhin so erfolgreich laufen, wie es bisher getan ist. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, der auch ein bisschen in die Zukunft zeigt, ist das Thema Wissenschaftskommunikation. Wir haben heute Juan Garcés hier, der sich diesem Thema, zumindest was das wissenschaftliche Blogging angeht, annimmt. Wissenschaftskommunikation wollen wir ganzheitlicher denken, also nicht mehr nur vom Journal her, sondern auch soziale Medien betrachten. Wir sprechen hier über akademisches Identitätsmanagement, das heißt die Sichtbarkeit des Einzelforschenden, und aber auch den Schutz vor Fake Science und Predatory Journals. Ja, und das Ganze findet auf drei Modi, möchte ich mal sagen, statt. Zum einen tragen wir als Mitarbeitende im Bereich Open Science der SLUB an verschiedenen Stellen vor, zum Beispiel im Rahmen der internationalen Open Access Week oder an der Graduiertenakademie, um also auch die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möglichst früh mit unserem Thema zu erreichen. Es gibt individuelle Beratung, zum Beispiel an der SLUB Wissensbar, durch die Fachreferentinnen und Fachreferenten für ihr spezifisches Fach und ganz einfach über den SLUB Helpdesk. Und ergänzt wird das Ganze, werden also diese Vorträge und diese Beratung auch über eigentlich Open Educational Resources, das heißt Selbstlernprogramme, mit denen wir diese Beratung quasi unterfüttern. Und da sind wir zum Beispiel auf YouTube aktiv, wo Sie ein, wie ich finde, ziemlich gut gemachtes Tutorial zur Präregistrierung zum Beispiel sehen können. Oder auf Opal, wo wir den Umgang mit ORCID unter anderem erläutern. Ja, und das machen wir nicht alleine. Ne? Also das lässt sich auch alleine gar nicht stemmen, ja, für das relativ kleine Team, mit dem wir diese Fragen angehen. Wir befinden uns da in einem Kooperationskontext, insbesondere mit Partnern an der TU Dresden. Also ich hatte schon die Kontaktstelle Forschungsdaten genannt. Das ZIL hilft uns bei der OER-Beratung. Das EPC unterstützt mit bei diesen Förderanträgen und den Open Science Praktiken. Die Open Science Initiative als fachlicher Partner, als irgendwie Kanal, konkreter Kanal in eine Disziplin, als Beispiel eben jetzt hier die Psychologie. Da sind wir aber dran, das auch auf andere Bereiche auszurollen, also beispielsweise die Open Science Initiative der Biologie möglicherweise in nächster Zeit zu entwickeln. Und auch in einem regionalen Kontext, SAX-FDM, der Verbund der Forschungsdateninitiativen in Sachsen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und natürlich sind Sie mit Ihren Einrichtungen, wie Sie heute hier vertreten sind, herzlich dazu eingeladen, da auch sich am Open Science Lab aktiv mit zu beteiligen. Ja, und ein paar Worte zum Open Science Lab als physischem Ort. Also eigentlich, das wissen Sie, ist das nichts Neues. Ja? Eigentlich wollten wir 2020 öffnen, aber ähnlich wie bei anderen großen, mittelgroßen Bauvorhaben, haben wir da mit einer Verzögerung zu tun. Und anstatt jetzt quasi schon wie geplant 2020 im Gerberbau zu eröffnen, eröffnen wir diesen Oktober im Interim Zellischer Weg 21. So, ne, das ist dieses ehemalige Gebäude der Barmer Krankenversicherung auf dem Zellischen Weg. Und so sieht es da aktuell aus. Also es wird aktiv und auch laut, wenn man da vorbeigeht, gebaut und gewerkelt. Und der Termin, aber Oktober, der steht relativ sicher. Und das Ganze ist ein bisschen angelehnt ans TextLab. Ne? Das ist ja im Prinzip unser Vorbildkonstrukt, was die Weiterentwicklung der Bibliotheksstandorte angeht. Es wird eine Mischung geben aus buchbaren und frei benutzbaren Arbeitsplätzen. Es gibt drei größere Eventräume. Das eine ist das OSL 1, da können bis zu 70 Personen sich zusammenfinden. Dann haben wir noch zwei kleinere Räume, OSL 2 und OSL 3 genannt. Da können bis zu 30 Personen sich zusammenfinden. Es wird ein ähnliches, wenn nicht das gleiche, flexible Mobiliar geben, so wie es hier ist. Ja, dass wir also ganz verschiedene Settings da zusammenrollen können. Und Geräte wie dieses hier, wie dieser CleverTouch-Monitor und natürlich auch Projektoren für Sachen, wie wir sie heute hier tun, für so hybride Veranstaltungen, haben wir in all diesen Räumen vorhanden. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass wir eine Küche haben. Ja, das ist ja oftmals für Veranstaltungen nicht unwichtig, ne? Dass man einen Raum hat, wo man ungeniert
sage ich mal, die das Catering genießen kann und auch mal was verschütten kann und vielleicht auch mal selber was ausprobieren kann. Ne? Also wir erhoffen uns gerade da in diesem bürgerwissenschaftlichen Kontext, dass wir da vielleicht auch mal eine Art Kochstudio veranstalten können. So, und jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht ein bisschen noch politische Message. Ja, ich beeile mich, damit durchzukommen. Ich hatte gesagt, das Open Science Lab soll eine Art Zeichen, eine Art Signal sein für die Wichtigkeit von Open Science. Und da sind wir natürlich nicht die Einzigen, die an dieser Front arbeiten. Ja? Also der freie und unbeschränkte Zugang zu Wissen und zu Informationen ist in unseren Augen ein Schlüsselfaktor für Chancengleichheit und auch für, ja, wie ich schon gesagt habe, für den maximalen wissenschaftlichen Fortschritt. Und gerade jetzt, in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, wo es ja auch nicht ganz einfach ist, so eine Konferenz durchzuführen, ohne die ganze Zeit halt an diesen bestehenden Konflikt in der Ukraine zu denken, da sehen wir, wie wichtig das ist, ja, dass der freie Zugang zu Wissen für alle Leute gleich gewährt ist, ja, um gegen Desinformation vorzugehen und damit so einen Konflikten einfach maximal vorzubeugen. Open Science ist eine weltweite Bewegung. Es gibt ein ganz, ganz interessantes Papier, die Recommendation on Open Science von der UNESCO, das ist im letzten Oktober oder November veröffentlicht, die stark aus der Sicht der Naturwissenschaften das Thema Open Science betrachten, wo es ja nochmal ganz besondere Aspekte gibt, die zu beachten sind in Richtung, ich will mal sagen, auf der einen Seite Persönlichkeitsrechte, ja, der beispielsweise von Probanden, auf der anderen Seite aber auch die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen, was wir in den Geisteswissenschaften vielleicht so nicht zentral haben. Also das ist ein ganz interessanter Lektürehinweis. Und hier nochmal so ganz, ganz schematisch skizziert, ja, wie Open Science gepusht wird. Ja, das sind natürlich so strategische Betrachtungen von Forschungsinstitutionen oder Serviceeinrichtungen wie der SLUB und der TU Dresden. Wir haben das mit den Zukunftslaboren gesehen, dass auch dem Rektorat das Thema ein Anliegen ist. Auf der anderen Seite haben wir ganz klar einen ganz starken Top-Down-Prozess. Also nicht nur die EU, auch der Freistaat Sachsen und auch die DFG und mit dem neuen Koalitionsvertrag, auch die Ampelkoalition, macht sich extrem stark für Open Science. Ja, das ist also auch ein politisches Thema. Und ich bin mir bewusst, dass es da auch Überforderungssituationen einfach gibt, ja? Dass da mehr verlangt wird, als die Forschenden aktuell zu leisten in der Lage sind. Dann haben wir aber demgegenüber auch Bottom-up-Initiativen, das, wie ich jetzt eben schon mehrfach gesagt habe, das OSIP, ne, an der Psychologie oder eben das, was wir mit Virtuos auch anstreben. Ne? Das sind ganz klar Sachen, die uns nicht übergestülpt werden, sondern deren Wichtigkeit wir selber betrachten und deswegen bezeichne ich die als Bottom-up-Initiativen. Und ganz wichtig haben wir in den vergangenen 2 Jahren gesehen, externe Einflüsse, ja, also Digitalisierung allgemein und dann natürlich auch die Covid-Pandemie haben gezeigt, wie wichtig eine offene Datenkultur, sage ich mal ganz allgemein, ist. Ja, genau, das war es eigentlich von meiner Seite. Sie können uns erreichen, das Open Science Referat unter der E-Mail-Adresse. Es gibt einen Blog über das Open Science Lab und am 8. Oktober lade ich Sie schon mal herzlich ein zur Eröffnung des Open Science Lab Zellischer Weg 21 und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Kai. Gibt es denn Fragen aus dem Chat oder von hier im Moment? Ingo? Ja, ist wieder keine Frage, das ist eine Bemerkung oder so eine allgemeine Frage, die vielleicht weit über den Vortrag hinausgeht. Vielleicht eine Frage aus Richtung Medizin oder Naturwissenschaften. Also eine ganz wichtige Sache, die ich auch wirklich bedenklich finde, ist in Bezug auf Reproduzierbarkeit. Ja, also Open Science ist schön und gut, alles zur Verfügung stellen, aber wenn bestimmte Sachen gar nicht gemacht werden, können sie auch nicht zur Verfügung gestellt werden. Es ist zurzeit, gibt es überhaupt keine Anreize in der Grundlagenforschung, in der Medizin zum Beispiel oder Biologie, Studien zu wiederholen, um zu zeigen, ob sie wirklich reproduzierbar sind. Weil der Anreiz, so etwas, also eine Zweitmeinung nochmal zu veröffentlichen, quasi von den Verlagen negiert wird. Also alles, was doppelt ist, wird abgelehnt von vornherein. Und ich finde, das ist ein dramatisches Problem, weil genau aus diesen Sachen lernt man ja eigentlich, was sind vertrauenswürdige Daten, was sind wirklich belastbare Ergebnisse etc. pp. Also ich finde das
eine wichtige Sache, die wir vielleicht jetzt hier nicht, natürlich nicht lösen können, aber wie würde man denn auch im Kontext eines Open Science gegen sowas vorgehen oder beziehungsweise eine andere Vorgehensweise stützen? Also Präregistrierung von Studien, haben Sie auch schon gesagt. Also so eine Pflicht, auch negative Resultate einer durchgeführten Studie zu veröffentlichen, würde da vielleicht unter Umständen schon mal helfen, weil aus den negativen Resultaten lernen wir manchmal oder oft mehr als aus den positiven. Also es gibt ja gerade aus dem Bereich der Medizin mit der Präregistrierung eine ganze Reihe interessanter Metastudien, ne, die sich dann, die natürlich nicht ein Ergebnis reproduzieren, sondern die sich die Reproduzierbarkeit in einem größeren Kontext angucken. Ne. Und es gibt in den Vereinigten Staaten für Arzneimittelforschung mittlerweile eine Präregistrierungspflicht. Und die hat also dazu geführt, dass die Anzahl signifikanter Forschungsergebnisse, die ist dramatisch gesunken vor und nach dieser Präregistrierungspflicht. Und das ist natürlich nicht so, dass die wissenschaftliche Arbeit schlechter geworden ist. Ne? Es ist einfach so, dass die Chance zum, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, zum Betrug, die ist einfach deutlich geringer durch diese Präregistrierungspflicht. Was natürlich dazu kommen muss, Sie haben das schon angesprochen und ich habe es auch versucht zu thematisieren, ist, dass wir den Wert von Nullergebnissen und ne, dass wir den selber höher setzen. Ja? Und hier weiß ich nicht, ob wir die Verlage zu einem Umdenken bringen werden. Ich denke fast nicht. Aber hier können wir natürlich selber was tun mit wissenschaftseigenen Publikationsinfrastrukturen. Ja? Und ja, keine Ahnung, beispielsweise das Journal of Null Hypothesis für uns gründen. Ja, das sind solche Sachen, auch interne, ich sag mal, interne Stimuli. Ne? Ich meine, wir machen leistungsorientierte Mittelvergabe nach Impact-Faktoren. Kann man jetzt mal hinterfragen, ja. Ne? Was das denn bedeuten soll. Weil wenn ich in den hochrangigen Journalen nichts Negatives veröffentlichen kann, dann werde ich es nicht tun, weil ich kein Geld verdiene damit. Also das sind irgendwie so Sachen, die ich nicht besonders angenehm finde. Und eine meiner Grundlagenvorlesungen, was Statistik oder Public Health angeht, ist eben auch dann ein Beispiel dieser Publication Bias, den man wirklich nachweisen kann. Also negative Resultate kommen deutlich später, wenn sie denn überhaupt kommen. Positive Resultate, zum Teil auch falsche, kommen sehr schnell in hochrangigen Journalen. Also das ist eine wirklich dramatische Verzerrung, die da zum Teil auftritt. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, ne, und dass da verweise ich, darf ich nochmal auf das Zukunftslabor 1, war es ja tatsächlich, der zweiten Reihe verweisen. Dort wurden diese Sachen diskutiert, ne, und beispielsweise auch von Frau Rösen-Wolf ja aufgenommen, die ja eigentlich genau wissen muss, ja, wo die Schmerzen sind. Und ich kann da vielleicht ganz positiv in die Zukunft auch sprechen, dass wir nochmal eine Förderung bekommen haben vom Ministerium im Rahmen der Kontaktstelle Forschungsdaten für zwei Data Stewards, die sich explizit Open Science Themen widmen sollen und die sozusagen in beide Richtungen arbeiten sollen. Ja? Sowohl in Richtung einer Veränderung, was beispielsweise Bewertungsmaßstäbe wissenschaftlicher Arbeit angeht, aber gleichzeitig eben auch mit sehr konkreten Beratungsangeboten diese Präregistrierung pushen. Ja? Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch Fragen hier aus dem Raum oder aus dem Chat? Ich schaue nochmal schnell. Das sieht ganz friedlich aus. Obwohl das Thema, das Ingo Röder anspricht, schon eines ist, das wir auch vorhin hatten im Zusammenhang mit der Frage, vertrauen wir Elsevier an, dass sie gleichzeitig zählen, was sie für uns publizieren und leiten wir daraus Forschungsförderung ab. Ich denke, das Bewusstsein dafür ist aber da auf breiten Ebenen und wenn uns die SLUB dabei unterstützt, zumindest diesen Prozess transparent zu verfolgen und vor allen Dingen auch die Probleme zu diskutieren, das ist uns, glaube ich, als Forscherinnen und Forschern an der Universität sehr geholfen. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, würden wir in eine kurze Umbaupause gehen. Wir brauchen ungefähr 2 bis 3 Minuten, denn jetzt wird es robotisch. Und ich freue mich sehr, schon für die Zeit nach der Umbaupause Stefan Odenbach anzukündigen. Aber ich denke, wir brauchen 3, 4 Minuten. Bitte um Geduld im Chat, vor allen Dingen in der Videokonferenz. In der Zoom-Konferenz wird man die Umbauaktivitäten mit bewundern dürfen. Also bis gleich.
Ton sollte wieder da sein. Ja. Genau. Wunderbar. Ja, ich freue mich ganz sehr, dass wir jetzt Stefan Odenbach da haben, der uns in ein Projekt einführt, in dem sogenannte Telepräsenzroboter eine große Rolle spielen. Ingo Röder, mal schauen, ob er interessiert auf die Robotik schaut, denn wir haben in Virtuos insgesamt zwei Projekte, in denen das eine Rolle spielt. Danke, Stefan, dass du trotz einer leichten Erkältung das Ganze für uns hier präsentierst. Ich bin sehr gespannt und übergebe dir das Wort. Für alle, die jetzt noch da sind, wir sind mit ein bisschen Verzögerung gestartet. Wir nehmen uns jetzt dafür noch eine halbe Stunde Zeit bis 11.15 Uhr. Und für die Vorstellung von Virtuos, was kommt, poste ich am Abschluss den offiziellen Link zur Website. Ja, aber danke, Eckhard, dass Sie da sind. Und Stefan, du hast das Wort. Danke. Okay, es ist schon angekündigt, vollkommener Themenwechsel, wobei das Thema von gerade eben Open Science, gerade in der momentanen Situation, wenn man sich anguckt, was sich zurzeit in der Welt entwickelt, mehr als wichtig ist. Ich habe gerade eben gelesen, dass die DFG bis auf Weiteres alle Kooperationen mit russischen Partnern einstellt. Das ist ein Hammer, mit dem wir nicht gerechnet haben, sage ich ganz offen, dass es so schlimm kommen würde. Von daher, heute jetzt was ganz anderes. Virtuos ist schon angeklungen. Und im Rahmen von Virtuos beschäftigen wir uns mit Praktika. Und ein Teil davon, und wir sind zu diesen Tierchen, die hier neben mir stehen, gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, so quasi, weil Kollege Röder die in der Medizin einsetzt. Und so Roboter sind natürlich irgendwas, das für Ingenieure eine spannende Angelegenheit ist. Und wir machen einen kleinen Unterschied gemessen zu den Medizinern. Wir probieren die Biester einfach aus. Wir lassen die einfach irgendwo laufen. Von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt alles funktioniert. Es kann sein, dass es nicht ganz funktioniert. Das werden wir einfach sehen. Was haben wir in Virtuos angesetzt? Ich habe auf einen Schlag drei neue Mitarbeiter gekriegt. Das klingt jetzt unglaublich für so ein Projekt. Eine, das ist die Frau Wehrmann, die gehört zu den Mitarbeiterinnen, wie man die normalerweise so kennt, die auch Wünsche haben und Ähnliches. Und dann habe ich zwei von diesen Mitarbeitern hier bekommen. Wir wissen noch nicht, ob Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, das ist noch nicht geklärt. Das ist noch zu klären, das wird aber in den nächsten Wochen passieren. Die haben den Vorteil, das Einzige, was sie gegebenenfalls an Missfallen melden, ist fehlende Batterieladung. Das ist praktisch, das muss man ganz klar sagen. Roboter, mit denen man zum Beispiel Besichtigungen machen kann, und damit werden wir im Moment anfangen. Roboter, die von außen übers Internet gesteuert werden können. Ich habe den jetzt im Moment in dem Rechner, den ich hier so etwas krampfhaft in der Hand halte, unter Kontrolle. Und er kann zum Beispiel in verschiedene Richtungen gucken. Er kann auch nach unten gucken, um zu schauen, was da los ist. Und da sieht er schon, da gibt es irgendwelche Spuren. Diese Spuren werden wichtig sein, weil freies Fahren mit den Tierchen ist richtig schwierig. Man braucht irgendwo einen Leitstreifen, wo man lang kann. Im Prinzip lässt sich das von überall vom Internet aus steuern. Soweit sind wir im Moment noch nicht. Wir werden am kommenden Freitag eine Führung im Mollierbau machen. Und ich habe jetzt im Prinzip mit Ihnen vor, das Gleiche zu machen, was wir da machen werden. Wir werden da vom Hörsaal aus steuern und eine Begehung machen. Man kann ihn fahren lassen. Er kann auch drehen, überhaupt kein Problem. Und man sieht immer, wo er hinguckt, im Netz. Und das ist das, was Sie im Moment im Bildschirm sehen. Die Tatsache, dass bei uns hier im Moment eine weiße Fläche ist und bei Ihnen oben links in der Ecke auch eine weiße Fläche, das liegt daran, dass ich im Moment meine Kamera noch abgeklebt hatte. Wenn ich die aufmache, dann sieht man, wer steuert. Das heißt, man kann kommunizieren über dieses Gerät. Im Moment sind hier Lautsprecher und Mikrofon aus, weil sonst ist die Rückkopplung grauenvoll, das muss man ganz klar sagen. Die schalten wir erst gleich ein. Was wir bei ersten Tests festgestellt haben, das Fahren ist nicht ganz einfach. Man muss ein bisschen probieren, damit das funktioniert. Und nachdem jetzt nicht ich vorhabe, den zu fahren, das macht zwar irre Spaß, aber ich werde mich jetzt beherrschen, können Sie sich jetzt überlegen, ob Sie gleich Lust haben zu fahren. Und dafür stelle ich jetzt den Rechner.
einfach mal dahin. Und wer mag, kann jetzt hier unseren Übungsparcours, das ist diese kleine Linie, die sich hier zieht, mal langfahren. Er ist mit optischen Sensoren ausgestattet. Auf die Weise findet er zum Beispiel auch wieder nach Hause, also in seine Ladestation. Das kann man ihm auch gerade mal sagen, dass er laden soll. Er geht hier sieht man das, es geht ein gelbes Häuschen an. Das heißt, er ist am Suchen, ob irgendwo in der Nähe, jetzt ist es blau geworden, in der Nähe ist die Homestation. Und im Moment bitte nichts machen, Alexander. Das wäre jetzt gefährlich, weil im Moment, jetzt hast du ihn vollkommen verwirrt. Mal gucken, ob er noch nach Hause findet, weil im Moment läuft ein Automatikprozess. Und während dieses Automatikprozesses fühlt er sich dann sehr gestört, weil es geht ja im Endeffekt nach Hause. Und nach Hause telefonieren, ja, ich meine, das ist ganz wichtig. Er versucht jetzt wieder in die richtige Richtung zu kommen, das dauert einen kleinen Augenblick und wird sich dann gleich an der Docking Station andocken. Das ist ganz praktisch, wenn man das automatisch machen lässt, weil von Hand sind die extrem schwierig anzudocken, weil die Kontakte relativ, naja, flach strukturiert sind. So, okay, jetzt ist er wieder im Ladezustand, das ist immer ganz gut zwischendrin. So, und jetzt kann, wer will, einfach mal steuern. Die Steuerung bitte nicht über diesen grünen Button, der unten rechts im Bild zu sehen ist. Das geht zwar auch, man kann da im Prinzip mit dem Finger dran rum, aber das funktioniert, also die jüngeren Leute mögen das können. Icon ist nett, da fährt er sofort vor die Wand. Ja. Das ist aussichtslos. Also man steuert ihn sinnvollerweise mit den vier normalen Pfeiltasten. Und wer will, kann mal ans Steuern gehen. Einfach hier die Linie lang, am Ende umdrehen und wieder zurückfahren. Und es wäre ganz gut, wenn mehrere es mal ausprobieren. Ja, jetzt kannst du ihn bewegen. Also die vier Pfeiltasten, vorwärts, rückwärts, rechts und links. Man sieht zwei Schirme auf dem Bild. Das eine ist der Hauptmonitor, da sieht man ihn groß. Und dann ist unten quasi ein Bodenmonitor zu sehen, der einem zeigt, wo man langfährt. Das Ding hat Sensoren drin und längst mit Hilfe dieser Sensoren kann man verhindern, dass er vor die Wand fährt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Problem hier im Raum. Hier haben wir Tische und die erkennt er natürlich nicht. Ich werde nachher draußen zeigen, was man tun muss, um zu verhindern, dass er sich dann unter so einen Tisch gräbt. Das ist sehr unpraktisch, wenn er das macht. Aber ja, er kann jetzt hier so den Weg lang nochmal drehen. Was man ganz schnell feststellt, ist, dass rechts und links, gerade wenn man ihn sehen kann, ausgesprochen schwierig ist. Das wird dann nachher leichter, wenn ich mit ihm nach draußen gehe. Wir werden dann draußen eine kleine Führung machen. Und dann guckt man halt nur auf den Schirm und das ist dann wesentlich praktischer. Und einmal in der Abkürzung wieder zurück. Er hat gewisse Schwierigkeiten, wenn er das Netz wechselt. Also in einem Gebäude, wo mehrere EDO-Raumpunkte sind, die man überfährt, das macht Schwierigkeiten. Da muss man dann einen Augenblick warten. Also sollte immer jemand dabei sein, der sich mit ihm auskennt. Wer mag? Ruhig zwei, drei Tests, damit dann gleich alle mitmachen können bei der Leute, Flug. Ich spiele seit 1988 Videospiele. Das ist jetzt echt nicht so die... Was man aber bemerkt, ist natürlich, dass er immer nur eine Richtungseingabe akzeptiert. Also man kann jetzt nicht, lässt sich das über den Analogstick? Das würde über den Analogstick gehen, der da ja auch eingeht. Also du kannst das damit machen, aber das wird dann... Das ist schwierig. Also auf dem Schirm mit diesem Analogding zu arbeiten, ist, also zumindest in meinem Alter, keine gute Idee. Okay, aber könnte man einen 360-Controller, könnte man anschließen an einem PS4? Okay. Also das wäre das allererste DualShock ran und dann schauen, dass das funktioniert. Gut, okay. Ja, so, wer mag? Also zwei Tester brauchen wir mindestens noch. Irgendjemand muss doch mögen. So, einmal zurück zur Linie. Weil das muss man wirklich ein bisschen ausprobieren. Und wenn wir gleich draußen sind, werden die Wege enger. Und deswegen... Testen wir es. Das ist also das Erste, was wir festgestellt haben. Man muss diese Testphase vorschalten,
wenn man jemanden damit arbeiten lassen soll. Also die Firma selber schlägt eine Stunde Testzeit vor. Wir haben festgestellt, so viel braucht man nicht. Das ist vielleicht dann irgendwie eine Frage auch der Rechenkapazität, also nicht der Rechenkapazität von ihm, sondern der Rechenkapazität von demjenigen, der vor der Maschine sitzt, was da zu holen ist. Ja, das läuft doch schon sehr gut. Das ist jetzt die langsamste Fahrgeschwindigkeit. Unsere Erfahrung ist, die reicht lässig. Also er hat die Variante Slow, Fast und Insane. Wir haben Insane noch nicht eingeschaltet, weil ich mir nicht sicher bin, die Dinger sind relativ teuer, ob das dann funktioniert. Er ist im Übrigen auch über Mikrofon und Lautsprecher verbindbar. Das werden wir dann gleich ausprobieren. Wie gesagt, das ist jetzt hier drinnen ausgeschaltet, damit es eben keine Rückkopplungen gibt. Ja, erstmal hier wieder hin, zurück zu mir. Und das Schöne daran ist, man ist jetzt quasi in der direkten Kommunikation. Naja, fast. Einfach auf mich zu. Ich hoffe, dass er mich in der Regel nicht überfahren wird. Die wenigsten meiner Mitarbeiter versuchen, mich zu überfahren. Da gibt es andere Methoden. Und jetzt geht das nicht mehr. Und genau das ist genau der Punkt. Solange er mein Bein noch sieht, geht das noch. Ist jetzt keine wirklich gute Grenze, weil es nicht durchgängig ist und er nicht mit allen Sensoren was sieht. Aber er fährt nicht wirklich ins Gerät rein. Das ist ganz praktisch. Okay, und noch jemand. Das glaube ich doch nicht, dass keiner Lust hat, Roboter zu fahren. Also wir haben die Präsenzanmeldung jetzt während der Prüfungsperiode für Freitag rausgegeben. Der Hörsaal war quasi innerhalb von einem Tag oder so im Wesentlichen voll. Gut, es ist kein Riesenhörsaal und die Hörsäle sind ja dünn belegt, aber es langt, um was zu machen an der Stelle. Im Rückwärtsgang, das ist was ganz was Neues. Naja, sagen wir so, sinnvollerweise fährt man vorwärts, ne? Ich meine, damit man auch sieht, wo man hinfährt, weil sonst sehen Sie ja am Schirm nicht, wo Sie hinfahren. Weil im Moment haben Sie die Situation, dass Sie ihn sehen und den Schirm sehen können. Gleich gibt es nur noch die andere Lösung. Für uns auch ein ganz interessanter Test, sage ich ganz ehrlich, wir sind noch frisch im Testen, wir haben ein paar Tests bei uns im Haus mit der Mannschaft gefahren und machen jetzt hier quasi so auf die Harte mal so eine erste echte Runde. Aber ich bin persönlich der Ansicht, anders kriegt man sowas nicht ans Laufen, das muss man ausprobieren und wenn er irgendwo dabei fährt, also ich werde immer in seiner Nähe sein, sodass er nicht irgendwo Schwierigkeiten kriegt. Er kann angeblich keine Treppen runterfallen. Wir haben es mal ausprobiert. Es sieht so aus, dass er wirklich von der Treppe anhält. Zumindest bei der niedrigen Geschwindigkeit. Ob er bei hoher Geschwindigkeit nicht unter Umständen darüber hinaus brettert, wissen wir nicht. Nö. Nein, also er hat, der Molebau ist ja, nun ja, ich meine, wir haben eben gehört, dass es Menschen gibt, die glauben, dass Termine, die das SIB bezüglich irgendwelcher Bauten ausgibt, dass die Bedeutung haben. Ich warte seit 16 Jahren auf die Sanierung des Molierbaus. Man hat mir immer wieder, also der letzte Fertigstellungstermin war letztes Jahr. Wenn man sich da bewegt, also selbst wenn man sich normal als Person bewegt, sollte man aufpassen, dass man sich nicht die Füße bricht. Er kann das. Also die meisten Unebenheiten nimmt er mit. Es ist gut, wenn jemand bei ihm ist, aber er ist unten extrem schwer. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Führung. Nein, die ist wirklich effektiv da. Ganz kurz, es ging um das Input-Lag, das sich beobachten lässt in der Übertragung jetzt. Das Input-Lag ist wirklich da, Stefan Unbach, genau. Aber ich gebe dir trotzdem für die Nachfrage. Also, ja, ich habe nur noch, also für die, die es nicht gehört haben, gefragt, ob diese Verzögerung, die man jetzt auf dem Bildschirm sieht, ob die in der Tat da ist und es scheint so zu sein. Die ist in der Tat da und das ist auch der Grund, warum man unbedingt vorher üben muss. Weil sonst kriegt man das nicht mit, dass man da eine Verzögerung hat. Und sich darauf einzustellen, die ist
nicht übermäßig lang, aber sie ist genau so lang, dass sie wirklich stört. Das ist sehr nachteilig, das muss man echt sagen. Nein. Für wie lange hält denn der Akku? Also wir haben schon mal sowas in der Größenordnung eine halbe Stunde mit ihm gespielt, da war noch nicht leer. Also ich rechne so mit einer Stunde, die er durchsteht. Ich meine mich daran zu erinnern, dass der Hersteller von mehreren Stunden, also 4 Stunden aufwärts gesprochen hat. Das haben wir aber in dem Umfang noch nicht ausgetestet. Also wir planen jetzt im Moment als erste Lehrveranstaltungsintegrationsstruktur dafür. Wir haben im Sommersemester immer für die Studierenden des dann 4. Semesters so eine Orientierungsphase, wo die gezeigt kriegen, was es alles an tollen Vertiefungen gibt. Da gehen die Studienrichtungsleiter hin, erzählen, wie toll die Vertiefung ist. Das ist wunderbar. Und eine Idee, die ich jetzt im Moment habe, die wir aber erst wirklich angehen, wenn wir jetzt diesen ersten Test erfolgreich hinter uns haben, ist, dass wir in diese Veranstaltungen die Biester mit einbauen und dann irgendwo in einem der Top-Institute, die zu der Vertiefung gehören, noch eine kleine Führung am Ende dranhängen, wo die Studis das vom Hörsaal aus steuern können. Das war ein ziemlicher Aufwand, weil also mein Auto ist voll, wenn er drin liegt. Das ist ziemlich heftig, aber gut. So, jetzt würde ich sagen, jetzt setzt sich jemand an das Gerät und kommt dann einfach mit mir. Und Frau Wehrmann, Sie schalten dann, sobald wir draußen sind, die Verbindung ein. So, wer mag. Also vielleicht ganz kurz nochmal zu der Akkulaufzeit. Das wird natürlich damit zu tun haben, wie viele Verbindungen man aufrechterhält, wie oft er das Netz wechseln muss und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt, glaube ich, auch gleich sehen, dass wenn wir jetzt in die Erprobung nach draußen gehen, wird das Erste, was ausfallen wird, Stefan Odenbachs Mikrofon sein, denn wir haben hier relativ massive Modelle. Das macht aber nichts, weil ich über ihn dann kommuniziere. Aber wir kommen über den Roboter rein. Okay, gut. Das sollte funktionieren. Super, dann testen wir es einfach aus. So, irgendjemand muss sich dafür... Den schalten wir bitte erst an, wenn wir draußen sind, weil sonst, also diese Rückkopplung, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, das ist echt schmerzhaft. Kommt zu mir her. Den lasse ich hier, weil den braucht ihr hier, um dann die Übertragung zu machen. Ah, ich bin echt gespannt. So, ich muss jetzt ganz, ganz ordnungsgemäß die Linie abfahren. So. So, jetzt muss ich wirklich auf den Screen schauen. Stefan, Füße weg. Ja? Okay. Ich bin noch nicht sicher, warte mal. Halt. Nee, noch nicht. Nee. Wo müssen wir denn jetzt einhaken? Darüber gehen oder was? Oder wo? Okay. Das hier? So, dann muss ich ein bisschen weiter wegrutschen. Jetzt bin ich bestimmt in der Konferenz doppelt zu hören. Ja, oder? Das müssen Sie jetzt mal ganz kurz aushalten. Dann lege ich mal das Mikrofon weg und gebe das mal an Anita für die Moderation. Chat. Irgendwie scheint die Einstellung zu stimmen. Okay, du hörst mich also. Naja, gut. Ich würde dich, ich weiß bloß nicht, ob wir im Chat zu hören sind, in der Konferenz.
kann dich verstehen, auch nicht gut. Zu leise. Mal unten gucken, wie leuchtet es. Schatz, ab jetzt davon kaum zu hören. Okay. Mach ich mal. Ja, genau, das war der Punkt, an dem uns die Technik im SLUB Text Lab verlassen hat. Man sieht vielleicht schon, dass die Latenz und vor allen Dingen auch die Frames, die in der Kommunikation zwischen Roboter, Videokonferenzumgebung und Stream weitergegeben worden sind, eher im einstelligen Bereich lagen. Das Ganze sah vor Ort ganz konkret anders aus, aber hier sind wir einfach an die Limitationen, an die Grenzen gestoßen dessen, was sich technisch in der Übertragung realisieren lässt. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist deutlich geworden, welches Potenzial sowohl in den virtuellen Exkursionen liegt, als auch in der Telepräsenzrobotik, und freue mich, dass wir das dritte Hybrid Lab im Winter dann in Kooperation mit einem Teilprojekt aus der Medizin veranstalten können, um uns den Fortgang dieser Arbeit mit der Telepräsenzrobotik genauer anzusehen. Des Weiteren darf ich darauf hinweisen, dass wir Mitte Juli 2022 die Lessons Learned haben, zu denen Stefan Odenbach zum dritten Mal bereits einlädt, und zum anderen die Genemed 2022, die ganz wesentlich auch durch Erik Schob, ebenfalls Projektleiter in Virtuos, und zwar für die Kolint, mitgestaltet und organisiert wird. Und dazu darf ich ganz herzlich einladen. Für Ihr Interesse bedanke ich mich an der Stelle noch einmal nach nun etwas über anderthalb Stunden Konferenzmitschnitt und bin ganz herzlich bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Lasch.